Hallo, Mr. Happens. Was geht? Hallo Sakura. Hallo Azrael. Hallo Max Tendo. Hallo Tyler. Hallo Sword of the Demon King. Hallo JP. Was geht? Wo sind hier die Bäumchen? Wo sind da? Hier sind Bäumchen. Bäumchen. Hallo, Mordewindel. Thermowindel. Hallo, Candyman. Hallo, Pokémon Master. Just kidding. Warum gießt du die Blume? Ach, die ist noch nicht fertig. Ah. Okay. Was ist aktuell dein Plan im Spiel? Ich bin seit 2 Minuten online. Du kannst doch nicht schon eine Frage stellen nach 2 Minuten. Ist mit Gen 6 fertig geworden? Letzten Stream haben wir alle Vivios geholt, ja. Ich muss nur noch Latios und Latias und Metagross aus Gen 5 hochtraden, damit ich die im Spiel habe. Hey, sind die in der Stadt? Busy as always, wir hatten heute jemand von Red Bull da und ich habe mit einem PR-Manager gequatscht und ich habe da wohl möglich Kontakt zu jemandem, der mir was zukommen lassen wird, aber ich verrate noch nichts. Wenn du, ihr bei Rewe hattet Red Bull da und du hast einmal mit dem gequatscht, um privat von dem Red Bull jetzt lebenslang zu bekommen. Was? Hallo Scarlight. Hallo Maurediven. Hallo Jacques, du bist ein Zoroark. Was wir machen, ist 100% Pokémon Home. Und eine Sache, die mir noch komplett fehlt, die ich noch nie gemacht habe, weil es mich nie interessiert hat. War 10 Pokémon mit maximalem Coolness, Stärke, Putzigkeit, Glanz, was nicht alles, in Pokémon Home zu lagern. Und diese Werte gibt es in Gen 3 und Gen 4 und in BDSP. Und um die zu steigern, diese Werte, die einem nichts bringen, außer dass man beim Contest mitmachen kann und eher was gewinnt, hier. Um die zu steigern, diese Werte, muss man Knurrsp machen. Schrecklicher Name. Auf Englisch ist besser, aber ich habe vergessen, wie sie auf Englisch heißen. Nicht Mochi, aber sie sehen aus wie Mochis. Wie heißen Knusp auf Englisch? Also Pokeblocks sind es in Gen 3 und in Gen 4 sind es... Wie heißen Knusp in Gen 4? Mochi... Egal. Und dafür braucht man natürlich einen Heiden an Beeren. Die ich gerade hole. Ich habe sie gestern schon geholt, neu eingepflanzt. Jetzt holen wir wieder welche. Und dann kann man mit diesem Knurrsp, also mit diesen Bären kann man Knurrsp machen. Mit dem Knurrsp kann ich dann meine Pokémon aufleveln. Und das muss ich mit 10 Pokémon machen. Und also in der Hoffnung, dass wenn ich 10 Pokémon das... Wo sind die? Ach, in der Feuerio-Hütte. Da brauche ich nicht nochmal hin.
Angel, du hattest gestern Geburtstag. Happy Birthday. Hättest du nicht gestern streamen können? Ich habe gestern das Deoxys-Video fertig gemacht, was seit 4 Minuten draußen ist. Wer es noch nicht angeschaut hat, shame on you. Ich meine, 4 Minuten, es ist schon da. Warum habt ihr es noch nicht angeschaut? Und sind es die, die ich eingepflanzt habe? Anscheinend. Dann sind ich habe die gar nicht da hinten eingepflanzt. Nee, die da. Okay, gut. Ja, aber dann werden die das nicht. Ich habe die da hinten gepflanzt. Und dann habe ich, nachdem ich das Deoxys-Video fertig hatte, habe ich weiter Boxen eingepackt. Es ist so krass, wie viel Boxen man am Ende braucht. Ich habe jetzt einfach nur einen Schrank, den wir stehen haben im Wohnzimmer. Den habe ich jetzt komplett leer geräumt und es sind 8 Boxen oder sowas. Das ist voll krass. Einfach 8 so komplett schwere Boxen mit Büchern und so drin für einen Schrank. Man unterschätzt es immer so sehr, wie viel Zeug man eigentlich hat und wie viel Platz das einnimmt. Ich liebe es, minimalistisch zu leben, aber ich darf nicht behaupten, dass ich es tue, weil ich habe so viel Zeug, was keiner braucht. Das Video ist so gut. Dankeschön. Hast du wenigstens den Witz verstanden? Mit dem Tesla am Anfang. Das war's, ich habe alle eingesammelt. Okay. Über die Jahre sammelt sich halt richtig viel Stuff an, ja. Sword of the Demon Gang, du bist ein Rabigator. Home braucht langsam eine Boxenerweiterung. Was füllst du denn da rein? Was machst du denn da? Hallo Anpilon. Schaust du Fußball? Null. Gar nicht. Wer ist eigentlich EM-Meister geworden? Sag's mir nicht, es interessiert mich nicht. Hallo Sbloody. Hallo Versi. Hallo Yannick. Happy Birthday, Angel, nachträglich. Angel hatte gestern Geburtstag. Happy, happy Birthday. Ja, JP, ich habe die fehlenden Attacken für Fabigel bekommen. Mit Fabigel bekommen, die Taktik hat perfekt funktioniert. Ich habe die ganzen Fusion-Pokémon genommen in Kamezin und Purpur und habe dann mit Fabigel das ausgewählt. Es hat perfekt geklappt. Es war richtig gut. Dass ich da nicht dran gedacht habe, ist peinlich. Was brauchst du, Knusp? Ich habe es gerade erklärt. Aber ich erkläre es nochmal. Einen Moment. Hallo, Shrick. Spanien hat gewonnen. Okay. Haben die nicht uns mit irgendeinem Elfmeter rausgeschossen, weil der Schiri nicht Elfmeter gepfiffen hat? So viel kriege ich dann doch mit. Oh, Yonagobeere braucht zu lang. Das wird gemacht. Weißt du was? Wir warten jetzt noch 5 Minuten, bis ein paar mehr Leute da sind. Und dann erkläre ich es einmal fett, was wir machen. Hier habe ich 14, da habe ich 20. Da habe ich 13, 24. Also die schnell wachsen, die habe ich jetzt fertig. Aber die anderen sind noch nicht fertig. Es sind so viele, die man braucht. Alle mit Stern versehen brauchen wir 10 Mal. Seetang brauchen wir 20 Mal. Aber ich habe die alle eingepflanzt. Wenn die alle mal fertig gewachsen sind, sollte ich eigentlich alle mindestens 10 Mal haben. Hallo Daisuke. Die hatten einen Handballspieler im Team. Ah. Ist das erlaubt? Wo ist die Arena hier? Hier gibt es doch eine Arena, oder? Ist hier keine Arena? Doch hier. Nee. Hä? Die Stadt hat doch eine Arena. Die ist doch riesig, die Stadt. Es gibt keine Arena in Jubelstadt? Okay. Hallo Scheibi. Ich finde aber auch immer krass zu sagen, Deutschland hätte gewonnen, wenn sie den Elfmeter gekriegt hätten. Nein. Ich meine, klar, Elfmeter ist meistens machst du das Tor, aber es ist trotzdem nicht. Ist trotzdem nicht fertige Sache, nur weil man einen Elfmeter gekriegt hätte. Aber ja, ich habe keine Ahnung.
Das heißt, die erste Arena ist in Fledburg? Zwalberdorf hat doch auch, also, oder hat die eine? Pokémon Center Supermarkt. Steht in der Übersicht hier Arena? Fledburg Arena, okay. Ach, Erzling war die erste, stimmt, mit dem rothaarigen Typi. Du musst nach Herzhofen. So weit sind wir noch lange nicht. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ja, so denke ich auch immer. Bei Fußball. Das würde mich ja sehr anpissen, wenn ich du wäre. Sucks to be you. Okay, wie kommen wir? Die sind alle besiegt, oder? Ja. Okay. Am besten, also wenn ihr große Knursp Acker oder Hersteller seid, bitte korrigiert mich mit allem, was ich sage und gebt mir Tipps. Aber die Taktik, die ich gerade versuche, ist... Es ist eigentlich immer der längste Weg. Ich brauche ein komplettes Team mit Pokémon, die mich über alles lieben. Freundschaft so hoch es geht. Das ist das erste Ziel im Moment. Das kann leider sehr lange dauern. Und nein, ich habe keine Bären, um das zu beschleunigen. Denn die Bären brauche ich zum Kochen. Deswegen kann ich die nicht einfach hernehmen. Und die, die ich habe, würden nicht mal reichen. Und da ich, und solange ich mindestens ein Pokémon auf maximale Freundschaft kriegen muss, ist es egal, ob ich 6 Stück oder 1, weil die sind alle im Team. Moralisch unterstützen kannst du, das ist sowieso am besten. Und um Freundschaft hochzukriegen, eine Methode ist natürlich Laufen. Man kann pro Schritt oder pro 128 Schritte kann man die Zutraulichkeit verbessern. Beziehungsweise Zutraulichkeit und Freundschaft ist wieder was anderes, aber was wir brauchen ist Freundschaft. Also hier müssen... 2 fette Herzen hochsteigen. Aber im Moment ist es nur ein kleines Herz. Aber schon mal besser als nichts. Ich habe den zum Kämpfen dabei. Das heißt, im Moment muss ich mein komplettes Team auf maximale Freundschaft kriegen. Was ich dadurch mache, indem ich nochmal die Arenaleiter herausfordere. Denn das gibt einem, glaube ich, plus 5 Freundschaft. Ich glaube, man kann sie nur einmal wieder herausfordern, oder? Das ist halt das Blöde. Wenn irgendjemand eine gute Taktik kennt, Freundschaft zu leveln für ein komplettes Team. Ich weiß Sanftglocke, ich weiß Bären, geht alles nicht, weil es muss ein komplettes Team sein. Dann sagt Bescheid. Aber ja, das machen wir, um dann mit denen in den Treuepark zu gehen. Denn nur mit denen kommen wir in den Treuepark rein. Mit 6 und ich habe alle meine Shiny Evoli Sachen genommen. Mit denen können wir dann in den Treuepark und können dort Knurs backen. Und wenn deine Pokémon im Treuepark eben maximale Freundschaft haben, ist das Level von den Knurs noch höher. Das Ziel ist, Knurs Pairs zu stellen mit über Level 60. Weil dann brauchen wir nämlich wirklich nur einmal kochen. Und diese Mochi, die bei dem Kochen rauskommen, maximieren einen Trade komplett. Wenn wir eben volle Freundschaft haben. Was nimmt man denn gegen Stalos, ey? Spukball. Wie die Zeit bei 999, 59 stehen bleibt? Ja, es ist in allen Pokémon-Spielen so. Auch in Schwert und Schild und so. Die Evolution aus Kapu? Ja, das sind die von unserem 50 Stunden, 50 Shinies. Hey, wo haben wir das gemacht? 50 Stunden, 50 Shinies? Ja. 50 Stunden, 50, oder? Nee, das war von Shiny Oktober, war das. Und jede, und dann habe ich noch Enton und Drift-Zepli. Nicht Drift-Zepli, wie heißt es davor?
Driftzipli. Driftloon. Ich habe Driftloon auch noch. Also die können halt in den Treuepark. Es kann doch nicht sein, dass der mein Level 100 Zwirfins besiegt. Das ist halt die Kacke. Wenn ich jetzt verliere, dann kriegen die Minusfreundschaft. Im Dezember war 50-50. Ja, ich meine den Shiny Oktober, genau. Bitte lass mich in Leere. Was soll ich denn tun? Das kann doch nicht sein, dass einfach mein... Das ist einfach... Das ist ich muss das... Freundschaft, hallo! Jetzt ist das einfach minus... Minus 10, glaube ich, war das jetzt an Freundschaft. Weil wenn das Pokémon 10 Level oder nur 30 Level... Kann 30... Aber es ist auch 30 höher als ich fast. Wenn das Pokémon... Oh. Wenn das Pokémon 30 Level über einem ist und dich besiegt, dann gibt es minus 10 Freundschaft. Würde es resetten. Das hat, ist schon okay. Aquana trägt eine Sanftglocke, das ist eh... Das ist eh... Hat einen Vorsprung. Zu allen. So, jetzt ist aber Schluss. Epoleon hast du noch? Okay, dann... Du hast noch drei Pokémon? Battle doch mit dem Radar. Battlen bringt nichts für Freundschaft. Ich muss Level up kriegen. Level up bringt was. Also gegen kleine Pups-Radar-Pokémon zu leveln, bringt mir gar nichts. Ist viel zu wenig, es dauert ewig. Was geht's heute im Stream? Ich kann es nicht alle 5 Minuten erklären. Ich habe es jetzt heute schon zweimal erklärt. Es steht im Titel, wir machen Knusp. Aber ich kann es nicht immer wieder von vorne anfangen. Warum strahlender Diamant? Wie gerade gesagt. Hey, warum Blitzer? Ich habe Zwirb... Hat er eine Attacke gemacht? Hä? Hast du so eine dumme Voltwechsel-Sache gemacht, Empoleon? Hä, was war das? Bro, warum denn Zwirfins? Nimm halt ein Leggy oder was Starkes mit wie ein Gyarados oder level deine Shinies, trainier dein Zwirfins Gyarados, aber mach irgendwas. Aber mach irgendwas. Gut, okay. Ich hab doch irgendwas. Was hast du denn gegen Zwirfins? Warum hast du mein Zwirfins so sehr? Oh mein Gott. Warum hörst du... Hör auf, mein Pokémon zu wechseln. Außerdem, was glaubst du, was ich gerade mache? Ich trainiere gerade meine Pokémon. Mein armes Zwirfins wird einfach fertig gemacht. Du hast Shiny Nidoran. Herzlichen Glück. Der macht keinen Schaden. Warum macht der keinen Schaden? Der macht die ganze Zeit Schaden. Was machst du und wieso? Okay, in Zukunft werde ich erst 20 Minuten, nachdem ich angefangen habe zu streamen, erklären, was ich mache. Oder ich schreibe eine DIN A4-Seite in den Titel rein. Aber ja, ich dachte, Zwirfins wäre besser, aber Zwirfins ist echt nicht so geil. Ist Zwirfins kein gutes Pokémon? Ich hätte aber gedacht, Zwirfins ist echt nicht schlecht und so. Ich habe voll viele TMs geopfert, um denen gute Attacken beizubringen. Hallo JJ. Gut, dass ich meine Abzeichen alle in Home habe. Du hast alle Erfolge in Home? Das heißt, das, was ich hier mache, hast du schon gemacht? Gib mir Tipp. Gib mir Tipp. Was soll ich tun? Zwirfin ist doch physisch. Okay. Ah, Achievements. Ziemlich einfach erklärt. Reicht dir diese Information? Den Titel schreiben, der sowieso von den meisten nicht gelesen wird. Ja.
Meine Freundin ist extrem gut im Backen von Knusp, sie macht das leidenschaftlich. Wirklich? Hat sie irgendwelche Tipps für mich? Mein Plan, also jetzt erklären wir es nochmal zum dritten Mal. Es gibt Erfolge in Pokémon Home. Ich will 100% Pokémon Home haben. Alle Fähigkeiten, alle Attacken, alles, was man in Home haben kann, das wird da abgekreuzt und so in der App. Und was mir... Ich habe schon so gut wie alles. Was mir noch fehlt, ist zum Beispiel 10 Pokémon mit maximalem Coolness-Wert, Stärke-Wert, Glanz-Wert, Putzigkeit-Wert, die 5 Werte, die in Gen 3 und Gen 4 und im Remake BDSP vorkommen. Ich muss 10 Pokémon haben mit jeweils dem maximalen Wert. Und mein Plan ist es natürlich, 10 Pokémon zu haben, wo alle Werte maximal sind. Was geht? Und das macht man, indem man Knusp verfüttert. Knusp steigern diese Werte. Ein scharfer Knusp macht Coolness zum Beispiel hoch und so weiter. Und die Knusp, die man macht, werden umso besser, je höher das Freundschaftslevel ist von dem Team, mit dem du die Knusp machst. Deswegen level ich gerade Freundschaft. Ganz einfach. Ich level gerade Freundschaft, wenn dieses dumme Bolterus einfach mal mein Pokémon im Team lassen würde. Hallo Shiny Nick. Aber welchen Knurs würdest du dir selber gern backen? Was? Gar keinen, was? Du weißt schon, das ist ein Computerspiel. Ist nicht die Realität, wo wir gerade sind. Dein Pokémon Home muss voll sein, oder? Nö, ich hab 36 Boxen, glaube ich, die nicht mal belegt sind. Warum soll man in Home... Ich verstehe nicht, wie Leute zu wenig Platz haben in Home. Ich verstehe es nicht. Komm, bitte, sei zuerst. Danke. Komm. Okay. Okay, ich habe doch keinen Bock, die Arena leider zu besiegen. Das dauert ja viel zu lang. Wir sind viel zu... Ja, voll OP, ey. Nicht OP, aber wenn ich nur ein gutes Pokémon mitnehmen kann, ist es halt anstrengend. Du hast 2 Boxen frei. Und du bist sicher, dass du alt... Ich lasse regelmäßig Pokémon frei, von denen ich weiß, dass ich sie nicht brauche. Ich habe sogar, ich glaube, 15 Boxen ist einfach nur Pokémon, die Schmarrn sind, die ich einfach freilassen könnte. Aber ich habe genug Platz, also muss ich sie nicht freilassen. Ich weiß nicht, was ihr in euer Home reinpackt. Dass die so voll sind. Fabian, du bist ein Ponita. Ist das der Rückweg, oder? Megumina, du bist ein Radfratz. Ich habe lange Pause gemacht von Pokémon Game, aber gibt es News zu Legends Saar? A bis Z? Nein, Z bis A. Oh, your facts. Nein, gibt's nicht. Ich habe lange nicht mehr freigelassen, ist überfällig. Einmal alles freilassen. Ich wünschte, man könnte komplette Boxen einfach freilassen. Wie genau funktioniert das mit dem Attackendex? Wenn dein Pokémon eine Attacke hat und es ist in Home gelagert, dann wird im Attackendex diese Attacke registriert. Selbst das Din-Din-Din-Din-Din zählt zur Musik. So, ich wünschte, ich könnte den exakten Wert sehen. Dann würde ich jetzt gerne sehen, wie viel es gebracht hat. Okay, 12 ist echt kacke. Die Alternative ist, dass ich halt einfach jetzt nicht die Arena-Leiter mache. Die geben halt einem extra Freundschaft. Deswegen dachte ich, mache ich die jetzt. Aber die sind doch ein bisschen zu langwierig. In der Zeit habe ich auch mehr gelevelt. Das heißt, ich würde jetzt eher einfach random Pokémon besiegen, die halt stark sind.
Aber mit zwei Living Decks, Origin und Shiny, ist der Großteil ja auch schon belegt? Nö. Das habe ich ja. Ich habe mein Living Decks, Living Form Decks und Living Form Shiny Decks. Ist Zwölfens Eevee und Divi trainiert? Nein. Wir machen ja keinen Battle Tower, wir spielen einfach nur das Spiel. Ist ja eine Frechheit, dass mein Zwölfens so schlecht ist. Vielleicht finden wir einen Shiny. Ich habe jetzt Gen 5 wieder angefangen und habe mir das Victini für mein Team geholt. Sehr gut. Direkt am Anfang meinst du, als du Gen 5 angefangen hast? Sehr cool. Rein theoretisch muss die Attacke da immer in Home bleiben oder reicht einmal und dann wieder verlernen? Es reicht einmal rein und wieder verlernen, so wie bei jedem Pokémon auch, ne? Wenn du ein Pokémon hast, du tust es in Home oder in den Pokédex oder sonst irgendwo hin, dann steht da, dass du es hast. Es muss nicht für immer da drin sein, das ist dir überlassen. Genau genommen, wenn du sagst, du möchtest ein Living-Attackendex haben, dann musst du zu jedem Moment jede Attacke haben. Aber ich glaube, das macht keiner. Warum sollte man? Und ich weiß nicht, wie schwer das mit dem Attackendex wirklich ist. Ich kann nur sagen, als ich das erste Mal nachgeguckt habe, haben mir nur noch so 20 Attacken gefehlt. Dann habe ich halt ein paar gemacht, habe so aufgeräumt, so ein paar noch gemacht, die ich jederzeit machen konnte. Und dann habe ich die gemacht mit eurer Hilfe, dass ich einfach ein Verbiegel nehmen kann, weil da sind auch Attacken dabei, die man nicht in Home haben kann. Zum Beispiel Attacken, die halt nur bei Fusionen stattfinden. Zum Beispiel Gigastoß ist nur Zamazenta oder Zacian in der Kampfform. Aber die Form kannst du nicht in Home haben. Deswegen musst du mit einem Verbiegel diese Attacke von dem verwandelten Zacian quasi abschauen. Und dann hast du dieses Verbiegel in Home und dann hast du die Attacken in Home. Dann gibt es sogar Attacken, die Event-Attacken waren. Da sind wirklich alle Attacken dabei, die es gibt. Und es gab Attacken, die gab es nur als Event, wie zum Beispiel Zurückhaltung. Und es gab Events damals, die Pokémon dir gegeben haben mit Zurückhaltung. Und wenn du da nicht mitgemacht hast, dann war's das. Dann kannst du diese Attacke nicht haben, außer, so wie ich, du machst quasi DNS-Glitch und gibst dir ein Celebi, das Zurückhaltung hat, oder eins von den anderen. Also es geht natürlich, aber manchmal muss man halt ein paar Sachen machen. Bei Event-Attacken hast du halt, ne? Geht halt nicht anders. Und jetzt fehlen mir nur noch Attacken, die es nur in Gen 7 gibt. Und wenn ich halt, wenn wir jetzt bald Gen 7 anfangen, dann kann ich dir, dann mache ich die mit und dann habe ich alle Attacken in Home. Und das größte Ding ist halt einmal diese Coolness-Faktor und sowas. Es ist eigentlich nicht so viel Arbeit. Ich muss einfach nur dieses Team auf maximale Freundschaft kriegen. Und genug Berries finden. Hier sieht man den Attackendex. Du gehst in die Home-App. Gehst auf Pokédex und dann auf Attacken. Steht da sonstige? Ja, sonstige. Bei solchen Achievements mache ich mir keinen Stress. Kommt doch meine Ribbon Master E. Wenn du so viele Ribbon Master machen willst, das sind ja 10 Pokémon, die du brauchst. 10 Pokémon müssen maximal Coolness und so weiter haben. Aber ja klar, wenn du so viele Ribbon, weil die kriegen dann Ribbon. Beziehungsweise sie kriegen ein Ribbon, wenn sie dann mit dieser Coolness den Wettbewerb gewinnen. Vor allem Krypto zu Ribbon Master zu machen. Okay, aber das hat ja nichts zu tun mit dem, was ich gerade mache, aber ja. Sehr cooles neues Video. Dankeschön, schon angeschaut. Apropos, ich muss kurz Sachen machen.
So, zum einen machen wir mal die ganzen Ärsche wieder aus den Kommentaren raus, die innerhalb der ersten Minute sofort posten. Das beste Kommentar ist, mach mal wieder gute Videos und nicht mehr so ein Müll. Das Kommentar gefällt mir auch sehr gut. Daumen hoch. Ah. Ersche wo? Auf YouTube immer. Konstruktive Kritik. Geil, oder? Mach mal wieder gute Videos und nicht so einen Schrott. Jetzt hat mich das abgelenkt. Ich wollte doch einen Kommentar unter das Video schreiben. Das zu unterstreichen, poste ich gleich ganz viel davon. Was ist dann ein gutes Video? Kann genauso gut ein Bot sein. Ich habe inzwischen... Und ich habe auch inzwischen einfach Leute, die mich aus irgendeinem Grund nicht mögen, ist mir auch egal. Die einfach standardmäßig jedes Video disliken und drunter schreiben, dass es kacke ist. Das sind immer wieder die gleichen Leute. Ein paar, bei denen es mir wirklich aufgefallen ist, dass sie immer wieder unter jedem Video das schreiben, die habe ich auch inzwischen ausgeblendet. Die sieht man gar nicht mehr unter den Videos. Es gibt so ein paar Kandidaten, die einfach unter jedes Video, egal was du postest, schreiben die drunter, du Arsch, das ist alles kacke. Weil ich denen irgendwann mal falsch auf den Fuß getreten bin, keine Ahnung. Früher warst du so cool und jetzt bist du anders. Warum hast du dich verändert? Ein Otto, wo keine Ahnung hat? Ja, Mann. Er hat doch keine Ahnung, wie cool ich bin. Viele Ärsche oder Kommentare? Es sind immer 4 Ärsche, die in der ersten Minute gepostet werden. Das sind halt so diese Arschbots. Haters gonna hate. Hate, hate, hate. Wie war eigentlich Swiftkirchen? War jemand bei Swiftkirchen? Oder hieß das Swiftkirchen? Wie hieß der letzte Dude, der während den Gen 5 Streams gebannt worden ist? Ich glaube, während den Gen 5 Streams habe ich viele Leute gebannt. Auf YouTube, weil die so unglaublich nervig waren. Aber ja, einer, ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist einer von denen, die unter jedes Video einfach so trollig dumme Sachen schreiben, so. Sowas eben. Du hast meine Nachricht ignoriert, sicher mit Absicht. Weiß nicht. Du hattest mir echt gute Videos und Content. Inzwischen sind deine Videos fabelhaft und dein Content ist göttlich. Schäm dich. Kuroksky, vielen Dank. Aber wir wollen nicht übertreiben. Ich hoffe, dass Legends sah... Da gibt es wieder richtig viele Videos, weil ich dann da wieder Tutorials machen kann. Ich meine, zurzeit sind wir wirklich in einer Pokémon-Flaute. Was mich nicht stört, weil ich genug Sachen aufholen kann jetzt. Alte Spiele und Origin Decks und diese 100% Sachen so. Und ich hoffe, ich werde mit denen fertig, bevor Legends Saar rauskommt. Aber wenn Legends Saar rauskommt, dann... Bam, bam, bam. Tutorial hier. Wie macht man das? Wo Shinies da? Dann wird wieder... Wie in Legends Arceus damals. Es war einfach geil, wie wir einfach von Anfang an dabei waren und versucht haben rauszufinden, wie die Shiny-Rate ist und so weiter. Deswegen hoffe ich, dass diesmal nicht so viele Leaks passieren, 2 Wochen davor, wo dann einfach, bevor ich das Spiel überhaupt haben kann, schon alle alles wissen.
Das ist so blöd. Alle wissen es davor schon, weil es irgendwelche Cracks gibt, die das Spiel halt sich einfach illegal holen. Wissen alles, machen 1000 Tutorials dazu und dann komme ich, der halt das Spiel sich legal holt und ist so, okay, ich brauche nichts mehr machen, alle wissen schon alles, weil sie das Spiel auseinandergenommen haben. Toasty, du bist ein shiny Botogel. Botogel. Poke-LMP. Oder IMP? IMP, ne? Du bist ein shiny Kurelei. Kurelei. So, ist es hier doof? Soll ich woanders hingehen? Ich meine, normalerweise level ich bei diesem Garados. Aber ich weiß nicht, was schneller geht. Deswegen gibt es wohl keine Demos mehr. Ja, es kann sein, dass es deswegen keine Demos gibt, weil Leute... Ja, aber Game Freak kann auch intelligenter sein und Demos machen, in denen nicht alle Daten drin sind. Ich meine, die sind ja selber schuld, wenn sie eine Demo machen, wo das komplette Spiel drin ist, aber nur dieser kleine Teil spielbar ist. Kein Wunder, dass die Leute es auseinandernehmen und dann alles vom Spiel sehen, wenn alles vom Spiel drin ist. Ist doch genauso bei jedem DLC-Update. Schauen die Leute ins DLC-Update rein und sehen, dass da was war, was sie für das DLC jetzt erstmal unsichtbar gemacht haben, aber die drücken auf den Knopf und sehen es einfach trotzdem. So, wir wussten ja, dass wie im Formomo und alles und wie die Story aussieht, weil die einfach DLCs hochladen, Updates hochladen, wo das alles drin ist. Ich meine, die sind auch selber schuld. Wenn deren Programmierer irgendwie Informationen nicht im Code verstecken können. Oder halt einfach das Update halt erst bringen, wenn man es halt rausbringt. Es gibt auf Instagram auch einen Bot von einem Guru, der hat mir in meiner Beziehung und privaten Umfeld so weitergeholfen mit seinen Workshops und Weisheiten. Sehr gut, Jesse-chan. Der Instagram-Bot-Guru. Es ist wie heißt der Typ, der die Namen erratet? Errät? Alakazam, nee. Wie heißt der? Wo ich auch drin bin. Aydrarod. Hallo Niklas und Elbenfee. Der Akinator. Frag einfach den Akinator. Du musst aber nicht damit leben, dass dein Content nur aus Clipbait besteht. Es ist aber auch manchmal schwer. Ich meine, ich schaue auch so YouTuber. Zum Beispiel, ich mag Beat'em'ups sehr gerne. Und Beat'em'ups macht inzwischen schon Clickbait, wo ich schon immer so die Nase rümpfen muss. Ich schaue die Videos trotzdem. Aber er sagt halt selber auch, es ist so eine Flaute, News-Flaute, und er muss trotzdem, um weiterhin Geld zu verdienen, muss er trotzdem Videos rausbringen. Deswegen muss er Clickbait machen, damit er Geld verdient. Das verstehe ich irgendwie halt auch schon. Wenn es halt nichts gibt, über das du berichten kannst, dann musst du das Video irgendwie interessanter aussehen lassen, als es ist. Aber auf der anderen Seite ist halt auch Kacke. Wie Journalisten, die das beste Foto haben wollen. Ja, genau. Du magst so Fusion gönnen? Hast du gemacht? Oder hast du ganz am Anfang gemacht? Stimmt, wir haben gar nicht gedrückt. Deine Fusion. Es sieht sogar gut aus. Ich meine, es sieht nicht gut aus. Aber es sieht logisch aus. Es funktioniert. Es ist halt wirklich Landtoren und Remoraid. Aber es wäre für meinen Geschmack ein zu langweiliges Pokémon. Aber wie bist du auf diese Kombo gekommen? Wer kommt denn darauf, Landtoren und Remoraid zu kombinieren? Du kommst da drauf. Das ist mal ein richtiger Anglerfisch. Stimmt. Remotoren. Leo, ich war die letzten 3 bis 4 Monate ein bisschen out of Pokémon. Glaubst du, es kommt noch irgendwas zu Gen 5? Das macht mich kirre, das nächste Spiel Gen 6 ist und die 5 komplett übersprungen wird. Sophie, wir müssen mal an deiner Terminologie arbeiten. So, höre mir zu.
Ich weiß, was du meinst und du hast vollkommen recht. Aber nein, du hast nichts verpasst, denn es gab keine News. Wenn es News gegeben hätte, dann hättest du es wahrscheinlich mitgekriegt. Du bist nicht out of Pokémon. Pokémon ist out of Pokémon. Es gibt zurzeit nichts Interessantes bei Pokémon zu berichten. Aber wir bekommen nicht Gen 6. Legends ZA ist Gen 9. Nur die Terminologie. Wir wissen alle, was du meinst, aber Legends ZA ist Gen 9 und ist quasi ein Spiel, das in Kalos spielt. Und Kalos war damals Gen 6, das ist korrekt. Aber niemand redet davon, dass Gen 5 übersprungen wird. Ich weiß nicht, ob du dich darauf verlassen kannst, dass ein Gen 5 Remake kommt. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass sie sich diesmal mehr Mühe geben werden, als mit diesem Schrott hier, was wir gerade hier sehen. Und dass es nicht Ilka macht, oder wenn es Ilka macht, dass sie tatsächlich ein eigenes Spiel machen und keines basierend auf dem Original und der gleiche Code und nur mit, wie heißt das, Origin? Die Ding. Deswegen sollen sie sich da Zeit lassen, denn Gen 5 ist großartig. Aber vielleicht wird es auch nie wieder Remakes geben, sondern Fortsetzungen. Wäre es nicht cooler, weil Schwarz-Weiß kannst du immer noch spielen. Du musst halt kaufen, ist teuer. Vielleicht kommt es irgendwann als Port und so weiter. Aber wäre es nicht viel cooler, Schwarz-Weiß 3 zu bekommen? Oder Legends Kyurem oder sowas? Warum Remake von Gen 5? Warum erwarten wir etwas, was Pokémon nie versprochen hat? Es ist inzwischen so, dass Pokémon hat immer so Zeitabstände eingehalten und dann kommt das und dann kommt das und man kann hervorsehen, wann was kommt. Aber es stimmt gar nicht mal so wirklich. Warum erwarten wir ein Gen 5 Remake, wenn Pokémon das nicht versprochen hat? Wollt ihr wirklich ein Gen 5 Remake oder wollen wir nicht einfach nur ein gutes Pokémon-Spiel? Ich will ein gutes Pokémon-Spiel. Und wenn das im Einal spielt, noch besser. Wenn das Schwarz-Weiß 3 ist, noch besser. Wenn es ein Remake ist von 1 und 2 kombiniert als maximal geiles Spiel, auch geil. Aber erwarten würde ich gar nichts mehr. Laslius meint wissen, dass du seit 22 Monaten hier sein musst. Mauri, hallo. Seitdem du mir deinen Shaymin geschenkt hast, bist du gezwungen hier zu sein. Dankeschön für 22 Monate. Kein Shiny bisher, ist schon eine Frechheit, oder? Soll ich irgendwo anders hingehen, wo ich mehr XP verdiene? Wo würde ich mehr XP verdienen? Vielleicht sollte ich wirklich dieses Garados aufsuchen gehen. Schauen wir mal kurz. Aber mein Problem ist halt, hier mache ich wenigstens Schritte. Wenn ich die ganze Zeit Trainer besiege, wobei, da muss ich auch Schritte machen. Da mache ich wahrscheinlich mehr Schritte sogar. Wie sieht's denn aus hier? Oh, Blitzer 2. Warum hat Blitzer 2 und Nachthaar nur 1? Geil ist, wie Zwirrfinsten noch 0 hat. Obwohl der die ganze Arbeit macht. Also wenn Aquana hat nur 1, obwohl Aquana die Sanftglocke hat. Warum hat Blitzer 2? Die haben alle exakt die gleichen Bedingungen. Warum hat Aquana nur 1, so ist die Sanftglocke? Ihr seid seltsam. Entweder ich gehe zu dem Pärchen oder ich gehe zu dem Angler. Ich gehe mal zu dem Pärchen. Wo waren die? Hier. Gibt es keine Scharniere zu besiegen irgendwo? Ich glaube, Scharniere sind sehr selten. 1% über Trostu, glaube ich. Und das ist halt... Und wenn sie kommen, sind sie, glaube ich, nur Level 20. Deswegen geben die, glaube ich, nicht so viel. Aber was halt viel gibt, ist... Ne, wir sind falsch. Wo ist dieses Anwesen? Ah, hier. Eventuell, weil es im Kampf down ging. Ja, aber Blitzer ist auch schon down gegangen.
Aber ja, irgendwie sowas wird es sein. Ein Blitzer ist leicht zu überzeugen. Nach Tara. Da muss man halt für arbeiten, genau. Alola Raichu sieht so knusprig aus. Alola Raichu sieht wirklich knusprig aus. Es hat sich halt ein bisschen gesonnt. So, hier sollte ein Ehepaar stehen, das einem vor allem viel Geld gibt. Mal schauen, wie stark die Pokémon sind. Hey, wo sind die? Hier. Aber nehme ich da Zwirfinst? Ich habe mein Zwirfinst, hat keine... Na egal, wir schauen erstmal. Aber kämpfe ich immer nur gegen einen oder gegen beide? Weil wenn ich nur gegen einen kämpfe, dann mache ich es lieber gegen den... Aber okay, hier können es halt immer zwei sein. Deswegen muss ich wahrscheinlich weniger Schritte gehen die ganze Zeit, um zu kämpfen. Und manchmal könnten es beide sein. Aber beide werden nie gegen mich kämpfen, weil ich ja den Kampf selber initiiere. Was für ein Level haben die? Ich glaube, die geben einem nur viel Geld, nicht XP. Oh, Level 60, okay. Gut, dass ich keine AP mehr habe. Also wenn es irgendwo Level 50 Chaneras gibt, dann würde sich das natürlich am meisten lohnen. Okay, das lohnt sich nicht. Da gehe ich lieber zu dem Angler. Wobei... Nee, das Garados gibt viel mehr hier unten. Nee, da unten. So level ich immer meine Pokémon im BDSP. Ich gehe zu dem Angler, der hat zwei Garados und die macht man einfach mit Donnerblitz fertig und dann kriegt man ziemlich viel XP. Das Event gönnt richtig. Ja, das geht ja vor allem weiter. Jetzt, morgen ist ja wieder ein neuer Ausbruch. Wo ich, glaube ich, ein paar auch brauche. Was ist denn morgen? Also morgen kommt vor allem Herashai als Titan. Wo ist es? Ah ja, Tatsugiri. 26. Genau, morgen ist Tatsugiri. Für wieder zwei Wochen. Danach ist... Tatsugiri ist geil, weil mir fehlen glaube ich zwei Tatsugiri, die ich selber fangen muss. Danach ist Riolu, Voltreant und Kurelei. Ich glaube, die habe ich alle. Und danach ist Tanhel... Oh, die viele brauche ich. Danach ist Tanhel, Viscora und Kindwurm. Also viele gute Shinies, die ich persönlich noch selber nochmal brauche, weil ich die nicht mit meiner eigenen OT habe oder einen schöneren Ball benutzen will und so weiter. Ich denke, zur Zeit gönnen die schon hier Kapu. So Shiny-mäßig. Aber es war jetzt auch davor nicht wirklich schwer, die sich in Shiny zu holen. Ich hätte eigentlich mehr Alola Raichus fangen sollen. Viel zu. Ich habe nur ein einziges gefangen, habe wieder aufgehört. Ich freue mich auf Gierspenst. Würdest du weiter Gierspenst Shiny hunten, wenn die Chance 1 zu 4000 ist? Hier, ich level immer bei dem hier. Und vor allem mache ich jetzt hier Schritte. Jedes Mal, wenn ich den Kampfsimulator aktiviere, besteht die Chance, dass meine Freundschaft um 1 gestiegen ist. Ah, deswegen. Es besteht eine Chance von, ich weiß nicht wie viel Prozent, dass alle 128 Schritte ein Pokémon plus 1 Freundschaft bekommt. Deswegen sind die Herzen alle unterschiedlich, weil die beim Laufen nicht immer den gleichen Wert bekommen. Natürlich. Hast du Gierspenst damals bekommen in Shiny? Ja, aber wahrscheinlich ziemlich sicher von einem Raid, der natürlich nicht gecheatet war, aber halt mit Drittsoftware gefunden wurde. Ich bin quasi die ganze Zeit, wie lange war das? Ein Wochenende, ne? 3 Tage lang. Ich erinnere mich, dass wir, Rosa und ich, sind rausgegangen, haben Picknick gemacht. Und beim Picknick habe ich einen Hotspot gemacht mit meinem Handy und habe während dem Picknick Gierspenst-Raids gesucht. Also ich bin quasi online immer Gierspenstern beigetreten, in der Hoffnung, dass mal einer shiny ist. Und so habe ich 2 gekriegt. Ich glaube,
weiß nicht mehr nach wie vielen, aber schon lange. Ich habe sicher 6, 7, 8 Stunden. Wir haben ja sogar hier im Stream, glaube ich, resettet eine Zeit lang. Also ich habe die schon, aber wenn es natürlich einfacher wird und fair wird, dann würde ich es nochmal machen, weil ich dann weiß, dass ich sie selber gefunden habe und nicht mir gestibitzt habe von jemandem, der sie gefunden hat. Ich habe damals über 5000 Raids gemacht. Du selber hast sie gefunden. Habe ich keine Attacke, die stark ist gegen den. Okay, okay. Mein Zwirr findest du Schrott. Habe ich irgendeine Attacke, die physisch ist? Die Wanderform wäre cool. Ja, aber die wird es nur in Go geben. So wie Meltan. Du brauchst noch 3 bis 4 editionsspezifische in Let's Go Evoli. Weißt du, was ich gemacht habe, um die zu kriegen? Ich habe mir einfach Let's Go Pikachu gekauft. Nicht zu empfehlen, diese Taktik. Ich habe nur mehrfach das rote Nigiragi. Will zwar aktuell keine Shiny Living Form Decks, aber falls sich das ändert, nehme ich die mit. Eben. Wenn man in Carpo in einen Shiny Raid geht und dann rausgeht, bleibt das Pokémon dann Shiny. Wie willst du den Raid denn wiederfinden? Achso, wenn du selber einen Raid gefunden hast, ja. Du kannst in einem, also das solltest du ja immer machen. Wenn du, also du speicherst vor dem Raid, dann gehst du rein. Wenn du dann siehst, dass es shiny ist, kannst du diesen Raid immer wieder starten. Und solange du es nicht fängst und danach speicherst, ist dieses Ding immer da drin. 24 Stunden lang. Solange du halt die Zeit nicht über 0 Uhr gehen lässt. Sophie sagt erstmal nein. Da weiß ich mehr als du. Doch. So gibt man nämlich anderen Leuten Shinies aus dem Raid. Du speicherst davor, siehst, dass es ein Shiny ist und dann lädst du tausende Leute ein, die dann in den Raid reinkommen und sich das holen. Solange du es dir nicht holst und speicherst, ist dieses Shiny immer in diesem Raid drin. So machen das ja die Leute, deswegen findet man ja Raids, wo Shinies drin sind. Ihr glaubt doch nicht, dass es Zufall ist, dass Leute einen Raid aufmachen und dann ist der zufällig shiny. Das kann passieren, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4000. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass sie einen gefunden haben oder gefunden haben und den Raid dann stundenlang offen lassen für alle, die einen wollen. So farmst du auch Gewürze, genau. Wenn du 2 Switches hast und 2 Karmesin und Purpur, dann kannst du mit einer Switch einen Raid finden. Mit der anderen Switch kannst du unendlich lang diese Gewürze einfach farmen aus dem Raid. Solange der eine Raid, der ihn gefunden hat, nicht speichert. Man bekommt auch immer eine Sperre, wenn man resettet. Aber die ist ja wie eine Sperre. Da steht was da. Da steht dann, hey, bitte mach das nicht, aber es gibt keine Konsequenz. Zeitsperre? Wie, wann, wo, was? Seit wann? Was für eine Zeitsperre? So, sind die XP jetzt von diesem... Ich meine, ich könnte noch anderen ein Glücksei geben. Es ist so Quatsch, weil die müssen halt alle gleichzeitig. Wer war am wenigsten? Nach Tara. Wer ist denn mal gestorben? Mara. Die sind alle mal gestorben.
Wenn ich mehr, ich könnte mir natürlich mehr Glückseier holen. Wenn du aus Online-Raids rausgehst, bekommst du eine Zeitsperre, das ist richtig. Auch beim mehrmaligen Resetten bekommst du immer eine Zeitsperre. Was heißt das denn, dass du eine Minute lang den Raid nicht wieder neu starten kannst? Die Sperre bekommt man nur dann, wenn man falsch lief. Ja, du musst ja den Raid fertig machen. Und dann können die anderen die Gewürze bzw. das Pokémon fangen. Und dann, nachdem du den Raid fertig gemacht hast, stehst du wieder vor dem Kristall und startest das Spiel neu und dann stehst du wieder vor dem Kristall. Und nichts ist Sperre falsch. Weil du hast ja, du bist ja nicht aus dem Raid rausgegangen. Wenn du während des Raids einfach deine Konsole ausmachst, so öfter, desto höher. Okay, aber ich dachte, solange du nicht den Raid einfach verlässt, kannst du ja gar keine Sperre kriegen. Weil du gehst ja nicht aus dem Raid raus. Du lässt ihn ja passieren, nur du hast Autosave aus. Und dann lädst du einfach neu. Das kann das Spiel ja eigentlich gar nicht wissen. Ja, doch, es kann es wissen, weil du online bist. Okay. Keine Ahnung, warum dir das dann passiert ist. Du beendest ihn ja ganz normal. Ja, aber da es ja online ist... Ich meine, es kann sein, dass... Weil ich habe das immer lokal gemacht. Und bei lokal kann es das Spiel nicht wissen. Weil du den Spielstand neu startest. Aber wenn du es online machst, kann auf den Servern, wird ja schon auf den Servern realisiert, so, hey, der Account macht es gerade zum dritten Mal hintereinander. Das kann sein, deswegen, dass wir das nie gemerkt haben, weil wir das immer nur lokal gemacht haben mit unserem, also mit, ich habe das lokal gemacht mit meinen zwei. Aber ich habe auch schon mal was gehostet online, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist aber nachträglich gemacht worden. Das mit einer Bestrafung war noch nicht von Anfang an, ne. Hat Game Freak nicht vorausgedacht, dass Leute das abusen könnten. Zwei Herzen Flamara, zwei Herzen Psyana, zwei Herzen Blitzer, zwei Herzen Nachtara, zwei Herzen Aquana. Hey, es läuft. Aber so muss es eigentlich aussehen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was zwei kleine Herzen bedeutet. Ob das dann schon irgendwie so eins vor Max ist. Oder ob es jetzt noch ein großes gibt und dann zwei große. Oder ob es drei kleine noch gibt. Du spielst seit meinem Patreon wieder Animal Crossing. Ich benutze halt in meinen Patreon-Videos im Hintergrund Animal Crossing-Musik. So. Das hat dich heiß gemacht. Kennt ihr einen besseren Trainer, wo man noch mehr XP bekommt, schnell und einfach? Das Geile ist halt hier, dass es nur ein Gyarados ist. Hallo Phil, Gaming24. Darf man fragen, wieso du die Herzen farmst? Interessiert mich wirklich. Natürlich. Kurz gesagt, es gibt Erfolge auf Pokémon Home und ich will Pokémon Home 100% haben. Und die Erfolge, die mir noch fehlen, sind, dass ich 10 Pokémon in Home laden muss, die maximale Stärke, maximale Coolness, maximale Putzigkeit, maximalen Glanz und maximale... Maximale... Weißt du, hat sich so lange da zum Nachdenken, aber fällt das letzte nicht ein. Putzigkeit, Stärke, Coolness... Keine Ahnung. Es gibt 5 Werte, die man... Die hier. Warte, sieht man die hier überhaupt? Ja, sieht man. Oh mein Gott.
Das da. Ich muss 10 Pokémon haben, wo alle Werte auf Max sind. Und dafür braucht man Knurrsp. Und mit Knurrsp levelt man diese Werte auf. Und Knurrsp macht man, indem man mit 6 Pokémon, die dich über alles lieben, deswegen steigern wir gerade die Freundschaft, wenn man mit den 6 Pokémon Knurrsp macht, werden die Knurrsp besser. Und wir wollen maximal gute Knurrsp, schrecklicher Name, Knurrsp. Pokeriegel, wir nennen sie einfach auch hier Pokeriegel. Und diese Pokeriegel können wir benutzen, um die Coolness und sowas zu steigern. Und das muss ich mit 10 Pokémon machen. Und ich mache es mit meiner Evolution-Reihe, die ich in Shiny habe. Die werden alle die perfekten Werte bekommen. Aber dafür müssen sie erstmal maximale Freundschaft haben. Sie müssen nicht maximale Freundschaft haben, aber umso höher die Freundschaft, desto besser werden die Pokeriegel. Ich habe noch nie Pokeriegel gemacht. Das ist das erste Mal. So, Phil, jetzt. Du kleiner Böser. Das mache ich. Weißt du? Ich weiß sogar, dass der Phil das nicht mal absichtlich macht. Der Phil kommt einfach rein und denkt sich, ach, der Leo. Ich mag ihn so sehr. Ich gebe dem jetzt 10 Euro. Aber er schafft es trotzdem immer irgendwie so. Er schafft es irgendwie, obwohl ich weiß, dass er es nicht absichtlich macht. Ich weiß, dass du es nicht absichtlich machst. Aber du schaffst es immer zu 99%. Im dümmsten Moment mir 10 Euro zu geben. Im dümmsten Moment. Immer wenn ich gerade was erkläre, immer wenn ich gerade irgendwas Wichtiges zusammenhage, halt die Fresse 30 Sekunden lang. Hey Phil, vielen, vielen Dank für 1000 Bits. Hier ist ein weiterer Zettel für dich. Vielleicht ist es auch absichtlich. Nein. So gutes Timing kann man absichtlich nicht drauf haben. Und Dankeschön für 10 Subs, Phil. Danke. Und Avalarion, du bist ein Togetic. Anmut? Nee, es heißt nicht Anmut. Wir haben es gerade gesehen. Ich habe nur nicht hingeguckt. Hab wegen deinem Gen 4 Video auch mit dem Home Form Decks angefangen. Brauch nur noch die Ultra Bestien, die ich in Gen 8 hole. Geil. Vergiss nicht, dass du da ein bisschen Hilfe von Leuten brauchst, weil ich glaube, es gibt nicht jede Ultra-Bestie auf einem Spiel. Ich glaube, da gibt es welche, die exklusiv sind, oder? Oder sind alle Ultra-Bestien nicht exklusiv? Also so Lugia und Ho-Oh sind exklusiv. Hallo Blade Sasuke. Hallo Pascal. Pascal, dankeschön für deinen Tier 2. Danke. Man braucht beide Editionen für Ultrabestien. Ja, dann musst du jemanden finden, der den Raid gerade hat und dann kann man dich einladen. Aber wenn du beide sowieso hast, dann ist das ja erst recht kein Problem. Was ist heute auf dem Plan? Ein komplettes Team mit maximaler Freundschaft zu haben, um Pokeriegel zu machen. Du sitzt immer noch an Typ 0. Ist das, ich hab's vergessen, ist das das erste oder zweite Typ 0? Anne, du bist ein Schlickdri. Hat jemand schon geschafft, ein Schlickdri in Pokémon Go zu haben? Schlickdras sind so selten. Anna, du bist ein Kindwurm. Ich level schon gut auf, oder? Also, krieg schon ordentlich Level. Umso höher das Level, umso höher die Freundschaft, desto weniger Freundschaft kriegt man pro Level. Das ist ein bisschen das Blöde. Ich meine, ich könnte inzwischen versuchen, das Ding mit einem Blitzer zu besiegen. Da
Dann kann ich das Galagladi wegtun, weil ich. Das Galagladi darf nicht in den Park, deswegen muss ich das eh eigentlich mit was ersetzen. Blitzer sollte doch inzwischen Gyarados besiegen können. Habe übrigens mich nochmal an Crash 4 Platin rangewagt. Bislang sieht es gut aus. Die Time-Sachen sind das Schwere, gell? Es war schon ein gutes Spiel. Ich bin mir ganz sicher, wenn du dich da auch nur eine Woche mal kurz hinsetzt, dann hast du das locker. Speicher vorher. Jetzt? Ah ja, damit sie nicht draufgehen. Ja. Ah, ich lasse mich doch von dem Gyarados nicht besiegen. Ich werde nicht sterben. Ich habe Donnerblitz, oder? Was hat mein Blitzer Donnerblitz? Und sonst, wie geht's dir? Bisschen besser, die letzten 2-3 Tage waren echt hart wegen meinen Nebenhöhlen. Schreckliche Kopfschmerzen. Aber es wird langsam besser. Aber ich höre mich immer noch, es ist immer noch so blockiert alles da oben. Ich höre mich immer noch so nasal an. Ich habe vorgestern eine Miauzgenau-Podcast-Folge aufgenommen mit Miauzgenau-Domi. Das war echt cool. Wir haben echt cool gelabert über coole Themen. Hat echt Bock gemacht. Aber ich war davor so, ey, wenn dich meine nasale Stimme stört, dann bitte sag's, dann verschieben wir es. Aber er hat gesagt, ich hätte es gar nicht gemerkt. Aber da war ich echt so mit Kopfschmerzen und volle Kanne und meine Nebenhöhlen so, oh. Aber 2 Stunden lang. Voll gut. Ich kann sie euch nur empfehlen, wenn sie irgendwann rauskommt, diese Miauzgenau-Podcast-Folge euch anzuhören. Mit eurem liebsten Poketuber. Domi. Miauzgenau. Mein Umzug ist offiziell am 3. Also am 3. kommt ein Umzugsunternehmen. Die sind quasi 3 Stunden gemietet und ich hoffe, es wird nicht länger als 3 Stunden dauern. Der Plan ist, dass die all die großen Sachen wie Bett, Schränke und sowas in einen Wagen packen und zur neuen Wohnung fahren und da ausladen wieder. Mehr müssen sie nicht machen. Ich hoffe, es wird nicht länger als 3 Stunden dauern, weil dann ist jede Viertelstunde kostet irgendwie extra. Donnerzahn muss doch reichen. Mal 4. Was? Mal 4! Okay, Donner will ich halt nicht einsetzen. Habe ich Donnerblitz noch als TM? Ich bin geschockt, dass in diesem Spiel TMs nur einzeln vorkommen und nicht mehrmals benutzbar sind. Ich bin geschockt. War das erst in Gen 5 ein Ding? Aber ich habe die letzten Tage schon ganz viele Kartons vorbereitet, in die wir am Wochenende schon hinfahren. Dass wir am 3. weniger machen müssen. All die Sachen, die wir jetzt nicht brauchen. Ich meine, die können auch jetzt schon rüber. Ich mach doch nicht Donnermann, wenn das jetzt nicht klappt. Hey. Hallo, Mr. Devos. Oh, ich habe nicht davor gespeichert. Mal schau. Euch Donnerblitz. Gyarados hat Bedroher. Deswegen. Ja, Donnerblitz. Wir brauchen Donnerblitz. Ich glaube, ich kann Donnerblitz sogar kaufen, oder? In diesem Spiel. Ich meine, ich kann auch 2 Donnerzähne machen. Das ist nicht so schlimm. Aber wo ist Donnerblitz in diesem Spiel? Bitte sag mir, ich kann es kaufen. TM24. Schleiede Kaufhaus. Hey!
In Schlaedel. Aber auch für GP, ja. Aber in Schlaedel ist es auch. Ich glaube, es ist immer Donnerblitz, Feuersturm, Blizzard und Psychokinese. Kann man doch immer verkaufen. Seit Gen 1. Also in Gen 1 ging es auch schon. Oder in Gen 1 war es, glaube ich, Donner. Da waren es diese vier krassen Attacken: Donner, Blizzard, Psychokinese und Feuersturm, glaube ich. Hallo, Tigerpranke. Hallo, hallo. Ist die Wohnung größer und müssen Sie uns zeigen mal? Ich habe die schon vorgestern auf Patreon hergezeigt. Komplett leer, also wie sie jetzt gerade aussieht. Und ich werde, wenn wir komplett eingerichtet sind, in einem Monat oder sowas nochmal ein Patreon-Video machen, wo ich euch komplett durchführe und zeige, wie ich lebe. Aber das ist eine typische Patreon-Sache. Was ist heute die Aufgabe? Ein volles Team haben mit voller Freundschaft, damit ich mit diesem Team perfekte Knirsp backen kann, um dann 10 Pokémon zu haben mit maximalen Coolness-Werten, um das Glanzstirnband zu bekommen und alle Erfolge in Pokémon Home. Hey, nach dem 6. Versuch habe ich es in einem Satz geschafft, zusammenzuführen. Wo ist Schlaedel hier, ne? Ich mag das Schlaedel-Kaufhaus nicht. Ich finde es unübersichtlich, wo man was kaufen kann. Gen 1, Prismania City. Das ist immer noch das beste Kaufhaus. Logisch, auf jedem Stockwerk ist ein Schalter, wo man was kaufen kann. Komplett gestaffelt und hier ist es immer durcheinander. Das ist das Galaktikgebäude. Es wurden Kekse versprochen, wenn man Patreon wird. Nein, glaubt keine falschen Werbemitteln. Keiner kriegt Kekse. Wo, wie komme ich da hin? Jeder Schritt ist gut für die Freundschaft. Also wir machen noch nicht mal... Wir verschwenden noch nicht mal Zeit. Wie sieht denn dein Go-Dex in Home aus, Leo? Unvollständig, denn keiner braucht Home im Leben. Die verkauft gar nichts zum Beispiel. Lass mich in Ruhe. So X, im ersten Stockwerk X Sachen verkaufen. Was macht das denn für einen Sinn? So. Alle Blitz. Das jetzt nicht killt mit einem Schlag. Warum ist es nicht ganz unten? Hatte ich doch schon Donnerblitz irgendwo? Nee. Aber der Godex gehört doch zu 100% Home dazu. Mariko, ich weiß, dass du mich nur ärgern willst. Ich weiß es doch. Aber für all die Leute, die tatsächlich dieser Meinung sind, ihr seid doch nicht ganz richtig im Kopf. Wie wollt ihr den Godex in Home vollständig haben, wenn Home selber keine Vollständigkeit anzeigt? Überall steht 240 von 240. 300 von 340. Nur 199 von 200. Und bei Go steht nur die Anzahl, die du hast. Kein von irgendwas. Warum? Weil Go nicht mal selber weiß, wie viele Pokémon gerade zur Verfügung sind. Weil nie alle Pokémon zur Verfügung stehen. Es ist so, als wäre es so eine Zeitverschwendung, diesen Dex auf voll zu machen, weil der wöchentlich sich ändert. Welches Pokémon du gerade fangen kannst und welche hier und da noch eine Skin dazu. Nee, die zählt nicht, aber... Nee. Ich arbeite gerade an dem, habe Pokémon von Go auf Home und die entwickle ich gerade in Carbon, sind wir vollständig.
Ja, Sakura, ich weiß, dass du das machst, aber. Was ist denn die maximale Zahl? Also was ist denn das Ziel? Was ist die... Weißt du die Zahl, die das Maximale ist? Gestern wohin genau Shiny gehuntet, habe 4 weibliche und dann erst ein männliches bekommen, wo danach die Kette gebrochen ist. Hatte Pech und Glück zugleich. Ey, komischerweise ist mir das gleiche passiert. Ich habe wohin genau Shiny breedet, aber. Und ich habe auch, ich habe 3 Weibchen bekommen, bevor ich das erste Männchen bekommen habe. Da war ich auch so, hä? Was soll das? Aber 3 geht noch. Gen 1 bis 5 dürfte, glaube ich, ein Go komplett sein. Victini. Sag nicht, Victini gab es schon mal. Ich glaube, Victini ist das Einzige, was es nicht gab in Gen 1 bis 5. Kecleon wurde auch erst sau spät. Bis 4 müsste komplett sein. Ja. Aber Sakura, du hast schon einmal getestet, ob der Counter hochgeht, wenn du ein Gomon reinlädst und dann entwickelst. Also es muss funktionieren. Und das hast du ja letztes Mal gefragt. Wenn ich einen Bisasam aus Go nehme und das Schritt Weise woanders entwickeln. Geht hoch, oder? Hast du. Okay, gut. Oh, es hüpft schon. Hüpfen heißt, Freundschaft ist sehr hoch. Vielleicht reicht es auch schon. Vielleicht müssen wir nicht maximale Freundschaft. Also wir müssen nicht maximale Freundschaft haben. Aber es ist umso effektiver, je höher die Freundschaft ist. Ach, du hast es mit Chain Hunting gemacht, die wohin genaus. Ach, da wäre ich erst recht ausgeflippt, dummes Chain Hunting. Einfach dem Glück sich komplett aussetzen. Auch 7%, oh, Pech gehabt. Du hast alles richtig gemacht, aber 7% Pech gehabt. Fängst wieder von vorne an. Eine Stunde für nix. Haben wir eigentlich wieder neue Bäumchen? Nein. Eieiei. Ich dachte, die Bäume sind schneller wieder am Wachsen. Oh, Flamara, 2 fette. Flamara ist fertig. Es ist ja voll easy. Okay, Glaziola ist auch gar nichts. Könnt ihr mal aufhören, meinem Finger? Könnt ihr mal. Verbreitet euch. Scatter. Blitzer ist fertig. Oh, die sind alle fertig. Hä, es geht ja voll schnell. Victini gibt es in Pokémon Go? Ernsthaft? Wann, wo? Wann gab's Victini in Pokémon Go? Muss ich dich jetzt factchecken? Ich check die Fact. Hier ist es aufgelistet, aber es steht nicht, wo es... Ah, investigate a mysterious energy. Catching Victini in Pokémon Go. Okay, okay, Gen 5 ist komplett. Okay, okay. Belohnung zu einer Quest. Ich glaube, ich habe die nicht gemacht. Hat die Geld gekostet? Die hat doch bestimmt Geld gekostet, die Schweine. In 2020 sogar? Dann hat sie vielleicht sogar kein Geld gekostet. Vielleicht habe ich Victini.
Ah, kostenlos? Oh, dann habe ich Vitrine bestimmt. Ich mag die App nicht mehr, habe gar keine Benachrichtigung bekommen. Meinst du Twitch? Was ist denn dann das allererste Pokémon, was nicht in Go ist? Nach Pokédex so. Also spätestens Gen 8 ist nicht vollständig, aber ich glaube Gen 7... Ich glaube Gen 6 ist auch nicht vollständig, oder? Und außerdem kann ich noch ein Pokémon massieren lassen und irgendjemand gibt es auch noch im Treuepark, der Freundschaft steigert. Aber immer noch einmal am Tag. Das kann ich mit Glaziola machen. Habt ihr auch so ein fettes Regal mit Leckereien aus aller Welt beim Rewe? Die Leckereien aus aller Welt. Arceus fehlt. Ah. Haha, also ist Gen 4 nicht vollständig. Arceus, stimmt, Arceus gab es noch nie in Go. Rewes beste Leben. Ja, wir waren auch immer beim Rewe. Wir mochten Rewe auch am meisten. Es war so zwischen extrem teuer und extrem billo. Aber wir mochten eigentlich auch immer Aldi und Lidl. Die sind eigentlich auch inzwischen echt okay. Es gibt einen internationalen Gang mit koreanischen, amerikanischen Snacks. Amerikanische Snacks. Oreo. Ich gehe mal zu Lidl. Dann geh doch zu Lidl. Ah ne, es war Netto, ne? Geh doch zu Netto. So, könnt ihr... Genau, verteilt euch. Zwei Fette. Blitzer fertig. Aquana, Flamara fertig. Ciana fertig. Okay, was? Ciana war fertig. Geht? Oh, Mann. Also Blitzer, safe. Das ist krass, dass Aquana nicht fertig ist, obwohl es die Sanftglocke trägt. Hat dieser Champ, dieser Arena-Trainer, Loss, Freund, dir so wehgetan, Aquana? Ja, Nachtara fertig. Das heißt, ich kann... eigentlich egal. Aber ich kann die Sanftglocke... Warte, wie macht man es am geilsten? So, ne? So, und dann hier oben... Multi-Auswahl. Ne, da oben. Items. Die Sanftglocke soll so bleiben, aber die... Das Glücksei können wir auf Glaziola machen. Dann ordnen wir mal fertig, nicht fertig. Okay, Aquana, Nachtara und Glaziola sind noch nicht fertig. Aber die oberen drei sind fertig. Ey, das ging schneller, als ich dachte. Ihr schafft jetzt Payback ab. Haben nicht so viele Leute immer gesagt, wie geil Payback eigentlich ist? Bei uns steht abends immer ein Security-Dude rum, weil die Gegend ein bisschen ein Brennpunkt ist. Da würde ich ja sowas von umziehen. Ich ängstlicher Dude. Hallo Sascha. Alola dürfte auch voll sein. Sicher. Marshadow. Okay. Magiana? Du vergisst die Mystischen. Da ist nichts voll. Magiana? Gab's Magiana? Ich meine, es gab Magiana. Gerne ein Go. Volcanion safe nicht. Nee, nee, nee. Alola ist nicht voll. Hallo, Chicky. Achso, beim Rewe steht einer mit Security. Ich dachte vor deiner Tür. Sag mal, Angler, wie heißt du eigentlich? Ich habe den sicher schon 100-mal bekämpft und ich weiß nicht mal seinen Namen. Ich bin so eine Hure.
Weil ich bin ein tatsächlich weiblicher Charakter. Ah, passt schon. Lea, Lea, Lea. Weiß nicht mal den Namen mit den Leuten, mit denen du kämpfst. Hallo JJ, was hast du verpasst? Die Hälfte meines Teams ist auf maximaler Freundschaft. Kann man das nicht sogar überprüfen lassen? Kriegt man da nicht das Freundschaftsband? Wo kann ich das überprüfen lassen? Best Friends Ribbon Hearthstone Cities Pokémon Fanclub. Ach, in den Fanclub, genau. Zählt denn die OT Lea für dich? Im Origin Dex nicht, aber ich mache ja gerade nichts mit Origin Dex. Außerdem, die Pokémon, die ich hier habe, sind ja alle OT Leo aus Kapu. Sind ja alles Shinies, die ich gefangen habe. Heinrich? Heinrich. Eigentlich muss ich ganz schön schlecht fühlen, so oft ich seine Garadusse schon besiegt habe. Aber er macht auch nichts besser. Aber was soll er auch tun? Bayern, hier ist um 20 Uhr Schicht im Schacht. Ja, das mag ich hier schon sehr, dass ich noch um 9 einkaufen gehen kann. Und am Sonntag vor allem. Wisst ihr nicht, warum Mecklenburg-Vorpommern bei Öffnungszeiten so besonders ist? Hä? Doch, jedes Bundesland hat andere Arbeitsgesetze. In Bayern darfst du nach 20 Uhr keinen Laden offen haben. Wegen Arbeiterschutz und auch nicht sonntags. Die, die es haben, sind halt Tankstellen und einzelne Kiosk. Inzwischen gibt es in München einen Edeka, der 24 Stunden lang offen hat am Hauptbahnhof und am Ostbahnhof. Ich glaube, das war's. Und das sind tatsächlich Gesetze. Die wollen, aber die dürfen nicht. Und ich weiß nicht, was du machen musst, um zu dürfen. Eine Tankstelle sein, am Hauptbahnhof sein, keine Ahnung. Aber keiner mag's. Aber wenn du von der CSU regiert wirst, dann sind die Christen halt so, nein, der Sonntag, da musst du ruhen und in der Kirche sitzen. Wären wir ein privater Rewe, hätten wir wahrscheinlich auch bis 0 Uhr auf. Ach, ist das der Unterschied? Flughafen, okay, Flughafen. Ja, es sind halt diese krassen Punkte. Da gibt's die, die dann halt lange offen haben. Die Nicht-Privaten am meisten bis 24 Uhr offen. Ihr seid aber auch Köln. In Köln habe ich das, weiß ich auch. Da gibt es Aldis, die 24-7 offen haben. Aber ich frage mich halt, was der Edeka beim Hauptbahnhof in München anders hat, als die überall, die nur um 8 zumachen müssen. So, wo ist da die Logik drin? Warum dürfen die anderen nicht auch? Also irgendwie müssen die da eine extra... Keine Ahnung. Ich bleibe dabei, dass ich nicht verstehe, was du da aktuell vorhast. Was ist denn daran nicht zu verstehen, dass ich ein volles Team mit maximaler Freundschaft haben will? Ich meine, im Endeffekt guckst du mir dabei zu, wie ich Pokémon trainiere. Ist das so seltsam in einem Pokémon-Stream? Ist das so seltsam? Hä, was macht der da? Trainiert er etwa seine Pokémon? Dafür benutzt man heutzutage Candies in Kapu. Niemand muss mehr im Kreis radeln. Hat der noch nie Gen 9 gespielt? Was genau machst du, dass du da immer gegen den gleichen kämpfst? Ich will maximale Freundschaft. Privater Rewe bis 23 Uhr in der Kleinstadt, kurz vor Hamburg. Ja, aber das ist ja auch Hamburg. In Bayern ist es ist ja bekannt, dass es in Bayern so, dass es in Bayern so extrem ist. Aber also ich weiß nicht, vielleicht ist es in anderen Bundesländern auch so extrem.
Das hast du bisher nicht mitbekommen. Obwohl ich schon mehrmals gesagt habe, ey, ich habe schon 3 auf maximale Freundschaft und yay. Ist alles okay. Ich habe es nur schon jetzt 8-mal, glaube ich, erklärt, was ich mache. Ich kann es nicht immer wieder erklären. Es ist totenlangweilig für alle, wenn ich es immer wieder erkläre. Und der Titel sagt so. Was sind Knusp? Knusp steigern Traits von Pokémon. Was soll ich sonst machen, JJ? Wenn du komplett bestimmen könntest, was ich in einem Stream mache, was würdest du dann wollen, dass ich jetzt mache? 3 Stunden lang. Aquana ist fertig. Glaziala hat noch nix. Okay, was ist besser? Glücksei, damit ich eher Level bekomme, oder Glocke? Glocke ist besser, ne? Sanftglocke ist safe besser. Ist Sanftglocke besser? Kann ich nicht 2 Items einfach tragen? Ich werde doch wohl einen Stein ohne Glocke um den Hals tragen können. So, aber Glaziola habe ich gesagt. Will ich mit Berries machen, weil ich habe 2 Tarmod-Bären. Die anderen brauche ich zum Kochen. Kralot, Grana. Okay, wie viel werden wir annehmen, Glaziola? Also ich brauche insgesamt, glaube ich, 25 Bären für Maximum. 25 Bären für Maximum. Wenn wir annehmen, dass ich schon 5 habe, brauche ich noch 20. Ich habe die anderen auch gepflanzt. Das heißt, ich könnte hier ein paar wegnehmen. 2, 4, 6. Das reicht nicht. 8. Was sind nur die? Hornmill, Qualot, Grana und Tamato. Tarmodbeere. Egal, ich kann auf jeden Fall 2 Tarmodbeeren geben. Ich habe die auch eingepflanzt, aber ich glaube, die brauchen ewig zum Wachsen. Da bist du schon mal 20 Freundschaft mehr. Hat das jetzt irgendwas geändert? Nein! 20 hat nicht mal eine Stufe erhöht. Hallo Itachi. Du willst Kampfzone in Smaragd? Wenn ich jetzt einfach Smaragd starten würde und in die Kampfzone gehen würde, wäre es, glaube ich, 3 Stunden lang exakt der gleiche Content, den du hier siehst, weil ich stundenlang meine Pokémon leveln müsste, um überhaupt das erste Level in der Kampfzone zu schaffen. Oder? Es wäre buchstäblich der gleiche Content, weil ich erstmal Pokémon so krass leveln müsste. Und noch viel krasser Battle Ready und was nicht alles. Was, Maurediven? Was? Die All Carpador Trainer gehen in Gen 5 genauso weiter. Why? Das ist in jeder Gen. Gibt es einen Trainer, der 6 Carpador hat? Das ist der Joke. Oder nur mit Baschuft? Genau, in Gen 5 ist es nur Baschuft, glaube ich. Ist das ein neues Video? Wie lange dauert es, bis man ein Team mit Max Freundschaft hat? Nee, das Video, das ist Teil vom Video, ich habe Pokémon Home auf 100% gemacht. Denn in Home gibt es die Erfolge, habe 10 Pokémon mit maximaler Coolness, habe 10 Pokémon mit maximaler Putzigkeit. Und was brauche ich, um maximale Putzigkeit zu bekommen? Richtig, Knusp. Was brauche ich, um Knusp zu haben? Richtig, Bären. Was brauche ich, um richtig gut Knusp zu backen? Freundschaft. Dann spielst du Pokémon Go, das zählt nicht. Etwas, was nicht vollständig ist, kann nicht zu 100% zählen.
Wenn Pokémon Go vollständig ist und aktuell ist, können wir darüber reden. Oder wenn sie Marshadow nicht hinter eine 16-Euro-Paywall packen. Wobei, soll nicht Marshadow sogar... wahrscheinlich kommt Marshadow wieder ein Jahr später gratis raus, ne? Wäre dir ein volles Team mit Legis lieber? Was? Die sind, ich muss in den Treuepark. Und in den Treuepark können nur süße Pokémon. Und zum Beispiel alle Evolis sind süß. Und Enton und Driftlon und sowas. Und Haspiohr und Pummeluff. Nur süße Pokémon dürfen in den Treuepark. Also ich kann nur mit süßen Pokémon kochen. Ich muss diese Pokémon dann nicht maximale Coolness geben. Aber ich dachte mir schon, wenn schon, warum nehme ich dann nicht auch die? Deswegen habe ich 10 süße Pokémon, mit denen ich in den Park gehen kann. Und die kriegen maximale Coolness und so. Ich musste 3 Jahre Pokémon Go spielen für 100%. Das stimmt ja nicht. Ich spiele Pokémon Go seit 2016, in dem Moment, wo es rauskam. Und obwohl ich es fast täglich spiele, habe ich nicht ansatzweise viel in Pokémon Go. Was ist denn mit Heinrich heute los? Freust du dich eigentlich auf das neue Pokémon-Spiel? Keine Ahnung, wir wissen nichts über das neue Pokémon-Spiel. Wie soll ich mich auf etwas freuen, von dem wir nichts wissen? Heinrich! Irgendwann das Video Pokémon Go, das beste Pokémon jemals. Nein. Es ist nicht gut, das Spiel. Imagine Sleep kommt irgendwann noch zu Home, wäre das möglich? Möglich ist alles, aber ich glaube nicht. Wie willst du das denn machen? Warum sollte es denn in Home sein? Home ist dafür da, dass du Pokémon transferieren kannst zwischen Spielen und dass du sie quasi sichern kannst. Pokémon Sleep an sich ist ja schon die Sammlung, wegen den ganzen Schlafposen und sowas. Das heißt, du müsstest aus diesen Schlafposen Pokémon machen. Zum Beispiel eine bestimmte Schlafpose hat einen bestimmten Typ, aber das gibt's ja schon. Oder ein bestimmtes, also eine Fähigkeit oder nicht Fähigkeit, Ding, Wesen. Ja, die gibt's ja auch schon. Also was, wie, du müsstest eine komplette Pokémon Sleep Rubrik machen in Pokémon Home, dass es überhaupt Sinn macht. Und warum machst du dann Pokémon Home überhaupt? Weil die Pokémon müssen dadurch dann, dass es überhaupt Sinn macht, transferiert werden in normales Pokémon. Das heißt, sie müssen competitive gemacht sein können und sowas, Attacken haben und so weiter. Und dann sind sie halt wieder normale Pokémon. Warum solltest du als Pokémon Sleep Spieler die Pokémon auf Home übertragen, wenn sie dadurch komplett generalisiert werden? Und was willst, warum willst du die auf Home haben? Was bringt dir das? Warum solltest du deinen Shiny Entei aus Home benutzen wollen in Kapu? Warum? Ist ja nicht so, als ob du Sleep spielst, um starke Pokémon zu haben. Oder? Oder spielt man deswegen Home? Ich verstehe Pokémon Sleep nicht. Doch, du verstehst es. Du verstehst nur nicht, was daran Spaß macht. Und das verstehe ich. Weil das muss man nicht verstehen. Du verstehst Home. Du verstehst Sleep. Daran gibt es nichts nicht zu verstehen. Du machst eine App an, während du schläfst und am nächsten Morgen wachst du auf mit neuen Pokémon. Das ist es. Mehr ist es nicht. Und du denkst jetzt, das verstehe ich nicht. Doch, doch. Das verstehst du schon richtig. Das ist es. Du verstehst doch nicht, warum das Spaß macht. Was empfiehlst du als Streamer für eine Donation-Seite zu benutzen? PayPal. Was? Du meinst sowas wie Tippy oder so? Das ist komplett dir überlassen, wie du das möchtest. Ich nehme Stream Elements. Aber du weißt schon, diese
diese Donation-Seite, von der du redest, ist nur dafür da, dass die Donation als Alert erscheint. Du brauchst es genau genommen nicht. Du kannst auch einfach den Leuten deinen PayPal-Link geben. Leute können dir, weil was anderes ist es nicht, nur es ist zwischendrin noch etwas, was dann einen Alert draus macht. Das heißt, du musst einfach die verschiedenen Seiten mal auschecken und schauen, wo dir quasi der Alert-Maker am besten gefällt, dass du einen Alert machen kannst. Weil wenn du keinen Alert brauchst, dann musst du den Leuten einfach nur deinen PayPal-Link geben. Aber ich benutze Stream Elements. Das siehst du, wenn du unten auf meinen Donation-Button gehst. So sieht das bei mir aus. Sleep hat mit Home nichts zu tun. Richtig, Sleep hat mit Home nichts zu tun. Aber was sollte es auch damit zu tun haben? Also was würde es bringen? Zeichnet die App auf, wenn man krass am Schnarchen ist? Ja, dies ist eine Schlaf-App. So wie jede Schlaf-App zeichnet die alles auf in der Nacht. Wenn du redest, alles. Auch die Stille zeichnet es auf. Du kannst am nächsten Morgen gucken, wann du was für ein Geräusch gemacht hast, wann du geschnarcht hast. Aber das kann schon seit 20 Jahren jede Schlaf-App. Das ist nichts Besonderes. Das Besondere ist nur, dass Pokémon es wieder gamifiziert hat. Wenn du eine Schlaf-App willst, dann gibt es bestimmt um einiges mehr, die tatsächlich besser funktionieren. Wobei, ich glaube noch nicht mal, dass sie besser funktionieren. Das ist halt dann ist ein anderes Interface, dass hier andere Daten, die dir vielleicht noch gespeichert werden und so weiter. Ich glaube, die Technologie dahinter ist nicht kompliziert. Die kann jeder, glaube ich, in seine App packen. Aber es basiert einfach nur auf den Vibrationen und den Geräuschen, die du machst. Du hast Tippy Stream? Es gibt Webseiten, die Sachen dir wegnehmen, ja. Aber Stream Elements zum Beispiel nimmt nichts von PayPal dir weg. Ich weiß nicht, wie das bei Tippy ist, ob die was wegnehmen, aber ich glaube nicht. Es gibt bei Stream Elements zum Beispiel einen Service, dass du halt eben mit PaySafe-Card und sowas zahlen kannst, also anonym. Und dann bekommt Stream Elements etwas dafür, weil es quasi eine besondere Zahlungsmethode ist, wofür die dann Geld verlangen. Aber bei PayPal verlangt Stream Elements und Tippy wahrscheinlich nichts. Aber PayPal wird dir immer ein bisschen was abziehen. Das zeichnet sogar meine Atmung auf, wenn sie stoppt, manchmal echt gruselig. Ja. Das hat man ursprünglich auch bei Go gesagt und nun ist Go und Home auch verbunden. Aber da hat es, finde ich, schon immer, also ich hätte kein Problem, wenn die nicht verbunden wären. Aber es hat halt schon Sinn gemacht. Du kämpfst mit Pokémon, du sammelst Pokémon. Aber in Sleep muss es, also ich würde den Sinn nicht verstehen. Wir können auf jeden Fall jetzt ein paar, ich glaube ein Pokémon, ich muss mal gucken, ob ich alles habe an Berries. Ich habe nicht genug Berries, um 10 Pokémon auf den Max zu bringen, aber ich habe bestimmt genug Berries, um ein Pokémon auf den Max zu bringen. Ich muss mir nur die Rezepte anschauen. Und Glaceola kriegen wir bestimmt auch gleich auf maximale Freundschaft, wenn ich noch ein paar Berries benutze. Und dann muss ich eigentlich nur warten, bis meine ganzen Bäume gewachsen sind. Und dann habe ich safe genug Berries, um alle Rezepte zu machen. Aber es ist anscheinend nicht so, dass alle Berries nach 12 Stunden nachwachsen. Es gibt auch Berries, die brauchen 5 Tage. Aber ich glaube nicht, dass ich welche habe, die 5 Tage dauern. Eigentlich ist es ja dann umso einfacher, wenn das Pokémon auf Level 1 startet. Weil am Anfang kriegst du ja sau viel Level. Und jedes Level gibt 3 Punkte. Also wäre Glaceola auf Level 1, dann wird das hier regnen. Immer noch kein Herz, Glaceola. Soll ich mit dir kämpfen? Schaffst du Gyarados zu besiegen? Ich meine, du bist Eis.
Nee, aber du bist noch nicht mal Level 50. Aber eigentlich ist es egal, mit wem man kämpft. Ich kann mir... Die Tabelle sagt nicht, dass das Pokémon, das kämpft, dass das mehr bekommt. Eigentlich sollte es egal sein. Was machen wir heute? Wir versuchen, so wie jeden Stream, die Welt zu erobern. Die Welt an uns zu reißen. Und dieses Mal probieren wir das, indem wir die Welt überschütten mit Freundschaft. Hallo Daniela. Was ist die Bedeutung von Team Elysia? Das ist mein Team, in dem ich bin. Wir sind eine Gruppe an Streamern, die sich gegenseitig mögen. Da ist der Lord Pappnase drin, da ist der Dito drin, da ist die Layla drin, da ist die Mona drin. Kannst du draufklicken, dann siehst du, wer da drin ist. Für euch ist das einfach nur, wenn ihr mal nicht wisst, wen ihr gucken sollt, dann könnt ihr da reingucken. Und das sind alle Streamer, die ich empfehlen würde, zu schauen. Aber für mich ist es einfach nur. Für mich ist es einfach ein Team. Wir haben Discord, quatschen miteinander, spielen zusammen. Es ist einfach ein Team. Wir gehören zusammen, wir mögen uns. Offline hassen wir uns aber, ja. Wenn wir uns sehen, dann gibt's erstmal Schlägerei. Der Pokéwalker den Pokéwalker, finde ich, kannst du eher vergleichen mit Pokémon Go. Der Pokéwalker ist halt ein rudimentaleres Pokémon Go. Du kannst da Pokémon draufladen, kannst Pokémon finden, Pokémon fangen. Das ist alles basierend auf Schritte, die du machst. Vielleicht ist Glücksei doch besser. Aber heißt Sanftglocke, dass wenn ich jetzt ein Level up kriege, kriege ich plus 3. Heißt das, mit Sanftglocke kriege ich plus 6? Aber ich kriege doppelte XP mit Glücksei. Also würde ich doppelt so schnell XP kriegen. Also ist am Endeffekt das Gleiche, oder? Nur hier kriege ich auch, wenn ich Schritte mache, nicht ein Freundschaft plus, sondern 2 wegen Sanftglocke. Deswegen Sanftglocke muss besser sein. Ein Pedometer. Pokémon, der Pokéwalker ist ein Pedometer. So wie Pokémon Go aber auch. Also unterstützt ihr euch auch gegenseitig, voll cool. Ja, was heißt unterstützen gegenseitig? Wir chillen halt. Cooler Shiny Deoxys Fail. Cool, ne? Wie mein Leben vor mir vorbeidüst. Als ich A, B, Start, Select gedrückt habe. Was für ein Spiel ist das und was für ein Projekt ist das? Okay. Das ist eine Frage, die ich nicht erwartet habe. Das ist Pokémon Strahlender Diamant und Brilliant Diamond. Nee, warte. Was? Leuchtende Perle. Ein sehr bekanntes Pokémon-Spiel. Das du bestimmt kennst. Du wolltest nur eine nette Frage stellen. Hast gerade das Video gesehen. Dankeschön fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich mag das Video. Ich finde, ich habe ein paar lustige Sachen eingebaut. Hat irgendjemand das Thumbnail verstanden? Ich hätte es noch eindeutiger machen können, aber dann wäre es, finde ich, zu hässlich geworden. Das Thumbnail sind 4 Deoxys, die sich gegenüberstehen, so wie die Spider-Man-Meme. Spider-Man-Meme. Man sieht es nicht so, weil nicht alle 4 die Faust ausstrecken. Aber das Deoxys von hinten, das die Faust ausstreckt, sieht so hässlich aus. Es war mir nicht so wichtig, dass man die Spider-Man-Meme versteht. Hauptsache, es sind 4 Deoxys. Aber die es checken, Chefskiss. Ihr habt Kultur. Und habt ihr alle das rote Auto am Anfang verstanden? Warum fliege ich in einem roten Auto durchs Weltall?
Glaziola. Das ist Aquana. Gott, so viele Herzen. Alle lieben mich. Glaziola, was ist da denn los? Okay. Die Farbenblinden haben es nicht verstanden. Ja, ja, weil Rot so wichtig ist. Neues Video? Wo? Auf YouTube. Weil der Tesla auch im Weltall unterwegs ist. Der Tesla! Der rote Tesla, der durchs Weltall schwebt. Ich habe mich da einfach reingesetzt. Weil es ein Tesla ist. Es ist das exakte Bild sogar. Tesla kann mich verklagen. Gibt es die Cam dazu eigentlich noch? Weiß ich nicht. Aber die Bilder, die im Video sind, wie ich in diesem Auto sitze, das sind tatsächlich die Bilder. Das ist nicht irgendein rotes Auto von der Erde. Das ist wirklich, das ist das Bild von dem roten, also von dem roten Tesla im Weltall. Ja, Glaziola ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Let's go. Ich finde BDSP ist das schlechteste Remake. Aber ich verstehe, wenn du sagst Let's Go, weil Let's Go wurde nur gemacht, um Pokémon Go zu verkaufen. Was es eine Frechheit macht, finde ich. Ah, es ist schwierig, ob Let's Go oder BDSP das schlechtere Remake ist. Ich hasse Let's Go so sehr. Aber die Absicht hinter Let's Go haben sie erreicht. Hier haben sie nicht mal das erreicht, was das Mindeste gewesen wäre. Die haben hier alles verkackt, was man verkacken kann. Den Look, die Steuerung, Gameplay-Features. Deswegen, nee, BDSP ist das schlechtere Remake. Weil hier war es einfach nur, hey, bitte, mach einfach Gen 4 als schönes Spiel. Und alles daran haben sie verkackt. Let's Go war, hey, wir machen ein Let's Go, was dafür da ist, um Go auf die Switch zu kriegen und Leute spielen mehr Go und miteinander verknüpfen und die Leute zwingen, beides zu kaufen und so weiter. Und das haben sie erreicht. Man kann wenigstens sagen, Let's Go hat das gemacht, was es versprochen hat oder das, was die Absicht dahinter war. Hier ist nicht mal das, haben sie hier gemacht. Immerhin kann man in BDSP Shiny resetten, aber das kannst du in Let's Go auch. BDSP hat wenigstens eine gute Grafik. Ach, Trarot, da werden wir nie miteinander klarkommen. Let's Go hat eine gute Grafik, BDSP hat die schreckliche Grafik. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sagt, Let's Go hat eine schlechte Grafik. Der einzige, wirklich. Gibt's hier noch jemanden, der sagt, dass Let's Go hässlich aussieht? Traut euch ruhig rauszukommen, es ist okay. Aber eigentlich ist das Internet gefüllt von der Meinung, dass Let's Go das schönst aussehendste Pokémon-Spiel ist. Für mich ist das schönst aussehende, auch wenn es vielleicht nicht zählt, New Snap. New Pokémon Snap ist das schönste. Aber es ist natürlich kein Mail-Game. Alle Switch-Pokémon sollten wie Let's Go aussehen. Traut euch, Homelander-Meme. Hättest du es besser bewertet, wenn man es mit einem Controller spielen könnte? Mit einem Pro-Controller, ja. Ich sage, es ist schwer. Let's Go oder BDSP, was ist das schlechtere Remake? Es ist schwierig, aber doch, ich muss schon sagen, Let's Go ist besser. Trotz der schrecklichen Fangmechanik. Weil das ist für mich das Einzige, was schlecht ist. Hier ist so viel. JJ, du konntest auch das Video schon seit gestern anschauen. Das war auch schon auf Patreon. Ich werde jetzt Bären verwenden, um Glaziola aufzuleveln und dann machen wir endlich Knusp nach 2 Stunden.
Kriege ich wenigstens Geld jedes Mal, wenn ich den besiege eigentlich? Werde ich wenigstens rich? Doch, die müssen einem Geld geben. Doch, doch, die geben einem Geld. Aber Angler Heinrich ist wahrscheinlich jetzt nicht so rich. 1900? Das ist ja nix, das piss ich ja. Wie Happens sagen würde. Keine Wiedergabe? Oh Mann. Warte. Ist so dumm, ich muss immer wieder die API erneuern zu Spotify, dass die miteinander reden. Ich finde es immer geil, wenn man auf Webseiten sagt, remember me. So von wegen, hey, erinnere dich bitte an meine Daten. Am nächsten Tag gehst du wieder auf die Website und es ist wieder so, gib bitte alle deine Daten ein. Irgendwie so, hallo. Aber es ist nicht so, dass ich keine Cookies anhabe oder sowas. Die Webseiten sind einfach dumm. So, warum hast du den Haken dann? Dann gib halt zu, dass du dich nicht an mich erinnern willst. Also jetzt soll es gehen. Mach nochmal, jetzt ist der Song vorbei. Mach nochmal. Glaciola, Mensch. Aber ich will, dass wenigstens Glaciola zwei kleine Herzen hat. Dann kann ich den Rest mit Bären machen. Nee, das ist nicht der Song. Das ist der neue Song. Gib ihm kurz, um zu aktualisieren. Ich kann es dir auch sagen. Das Lied heißt Go von Wolf Club. Aber wenn du jetzt Song machst, wird es bestimmt angezeigt. Wäre Garados gegen Eis doppelt schwach, oder? Weil Flug. Oder ist Wasser, macht Wasser das wieder zunichte? Ich könnte Glaciola nehmen, aber es sollte auch deswegen nicht besser sein. Nein, weil Wasser, echt? Eis ist schlecht gegen Wasser? Warum? Ich kann Wasser einfrieren. Das sollte doch wenigstens neutral sein. Unverschämt. Daniela, du bist ein Tuska, Tuska, Mexi, Alola. Tuska. Dojo und das Galastar Turnier nerven. Ein Schwert. Was ist denn das Galastar Turnier? Das Dojo, die Story von dem Dojo nervt, weil dieser Muten Roshi so dumme Witze macht. So, ich massiere jetzt Glaciola. Richtig schön die Schultern weich machen lassen. Tuska männlich oder weiblich? Da gibt es keinen optischen Unterschied, das kann ich nicht sehen. Noctuska hat einen männlich-weiblichen Unterschied, aber nicht Tuska. Das ist das falsche Haus. Die Massage gibt es in Schleiede. Das Dojo aufzuwerten mit WP. Daran erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich habe nicht mal alle Diktas gesammelt. Ich glaube, das war hier. Keine Ahnung, Maurediven. Das kommt wahrscheinlich aus sehr alten chinesischen Filmen.
Asiola, komm. Entspann dich. Nee, Tuska hat, oder? Also Nock Tuska hat mehr Stacheln. Unterschiedlich viele Stacheln. Tuska hat, glaube ich, keinen Unterschied. So, das war plus 3 für Glaziola. Und dann gibt es noch im Fanclub oder irgendwo vielleicht auch im Platz der Treue. Diktas hast du vor 4 Tagen gemacht, alle auf der Schwertinsel zu sammeln. Ist auf der Schwertinsel? Ja, nee. Doch. Wo ist der Fanclub? Hat der ein Schild? Bist du der Fanclub? Knusperei. Gibt's ja eigentlich gratis Knusps zu holen? Ach, hier kann ich zubereiten. Ja, aber hier kriege ich keinen Bonus für meine Babys. Die erklären bloß. Schenkt mir doch welche. Nogefrigtrockner ist aus irgendwelchen Gründen so sehr effektiv gegen Wasser. Pokémon-Logik. Okay, wir gehen jetzt. Ich glaube, da drin ist irgendjemand, der mein Pokémon glücklicher macht. Und die lässt einen eben nur mit Pokémon rein, die putzig sind. Mit allen. Sind das alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kann ich eben alle einsammeln. Waren das alle? 1, 2, 3, nee. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich alle. Und mit den 6 kann ich jetzt kochen gehen. Sieht das nicht cool aus, mit Shiny Evolutions rumzurennen? Warte, ich schaffe einen Kreis, ich schaffe einen Kreis. Warte. Ah, es geht nicht ganz, er ist zu eng, der Kreis. Mit denen kann ich jetzt hier kochen und dem diese Knusp machen. Und wenn die Pokémon alle perfekte Freundschaft haben, werden die Knusp umso besser. Aber irgendjemand soll mir hier auch meine Freundschaft erhöhen. Eigentlich müsste Blitzer am schnellsten laufen. Wer hat was für mich? Was, wer? Inara fehlt. Ja, die gibt's halt nicht im Spiel. Wer? Sprich ruhig hin und wieder mal mit deinem Pokémon. Nein. Irgendwas soll's hier geben, dass man die Freundschaft erhöhen kann. Warte mal. Level up, faint, battle, walking, boffin, massage. Okay, dann war das was anderes. Yeah, there is a daily massage in Waystone City that gives a small boost and one in the Ribbon Syndicate in the resort area. Achso, da bin ich gar nicht, oder? Ribbon Syndicate. Was? Ach, in der Resort Area. Achso, ich dachte, das hier ist auf Englisch Resort Area, aber das hier ist was ganz anderes. Ribbon Syndicate. Okay. Also die Massage ist woanders. Ich gebe eine zweite Massage. Das Ziel ist, dass wir heute ein Pokémon haben mit maximalen Werten. Und das schaffen wir.
Ich habe das Glaziola gleich perfekt. Ich nutze nur all die Sachen aus, die for free sind, und dann gebe ich die letzten Berries. Auch es lohnt sich vor allem, Berries am Ende zu nehmen, weil dann wird die Freundschaft immer schwerer zu leveln. Also hier? Das Ribbon Syndicate. Also das Bänder... Die Bänder Gang. Die können auch eine Massage vertragen. Ey. Preach. Hier ist kein Bänder. Hier ist kein, nicht mal ein Gebäude. Ist das? Bänder Syndikat, okay. Wenn man mit den Alphas aus PLA da reingeht, sind die aber nicht größer, oder? Nee. Aber das habe ich ja auch mal gemacht. Wenn du das Spiel... Die sind aber noch nicht fertig, oder? Wenn du das Spiel moddest, also wenn du es auf dem PC spielst, kannst du einen geilen Mod machen. Gibt's ja eigentlich Level 1 Carpadore, weil... Nee, der redet was anderes. Ja, dann kannst du, da gibt's einen Mod, den du installieren kannst, der die wahre Größe von Pokémon zeigt. Was? Also, wenn du da Valreiser einstellst, dann läuft hinter dir ein riesiges Valreiser her. Rayquaza, eine riesige Schlange, schlängelt sich hinter dir. Die Animation, wie sie sich bewegen, ist auch verbessert. BDSP kannst du, wenn du Bock hast, es auf dem PC zu spielen, inzwischen so perfekt spielen. Die Grafik wurde verschönert, alles wurde verbessert an dem Spiel. Da gibt es so ein krasses Modding-Team, was dieses Spiel perfekt gemacht hat. Aber du müsstest es halt dann emulieren auf dem PC. Und das ist etwas, was ich nicht will, weil dann fühlt sich's nicht mehr wie das Original an. Aber ja, das Spiel kann man inzwischen, wenn man nur Bock hat, Pokémon zu spielen, kann man inzwischen echt geil spielen mit diesen Mods. Was ist mit dir? Handverlesene Mitglieder haben hier Zutritt. Gewissermaßen eine Bühne für die Crème de la Crème. Ich soll Bänder sammeln. Ich komme hier erst rein, wenn ich gewisse Anzahl an Bändern habe. Das ist eine Frechheit. Aber... Ich kann mir ein paar Bänder geben lassen. Black Narkotikum, dankeschön für den Raid. Hallo. Was hast du heute gemacht? Wir backen gleich Knusp, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Bist du? Du hast nicht der Fanclub. Wo ist der Fanclub? Du bist der Fanclub. So, du gibst jetzt mir einfach 6 Bänder. Du nicht? Okay, bist du das da hinten oder was? Der Chef gibt mir nicht. Okay, es ist immer nur das erste Pokémon, was bewertet wird. Ich kann nicht auswählen. Wow. Aber das hat jetzt ein Band. Hey! Zutraulichkeit. Okay. Gehen wir einmal durch. Vielleicht haben wir dann genug Ribbons, um in den Ribbon Club reingelassen zu werden. Soma? War das nicht ein Horrorspiel? Ich habe Soma, ich glaube, ich habe Soma auf der PlayStation, aber ich habe es nie gespielt. Okay, dann nehme ich noch meinen Galagladi. Dann kriege ich noch ein Band. So. Sagen jetzt die Syndikaten, dass ich da rein darf? Na, dann hoffe ich, dass Soma Spaß gemacht hat oder gruselig war. Eins der gruseligsten Spiele, die ich gespielt habe, war wirklich Madison. Madison ist echt nicht schlecht. Madison war echt krass. Und natürlich Visage und so, klar. Aber ich habe Visage nie fertig gemacht, es war mir zu buggy. Was war sonst damals?
Als kleiner Teenie fand ich Fear krass. F-E-A-R. Dieser Shooter. Der ist auch am Anfang ist echt für damals. Und ansonsten, was so jetzt nicht unbedingt so Jumpscares sind, sondern einfach nur eine geile Stimmung, fand ich immer das Beste, war Dead Space. Dead Space 1 und 2 sind einfach perfekte Horrorspiele. Räusper, bedauere. Ich habe 6 Bänder und du lässt mich nicht rein. Vielleicht müssen es verschiedene sein. Ich schaue nur ganz kurz. Ich meine, derzeit hätte ich jetzt schon Glaziola weitergelevelt, aber Pokémon, nee, Ribbon Syndicate. Wie komme ich da rein? 10. 10 Ribbons auf einem Pokémon. Und da drinnen kann man Ribbons kaufen? Was? Krank. Für what? Für 1 Million, also 999999, kann man das Gorgeous Royal Ribbon da drin kaufen? Das wusste ich noch gar nicht. Muss man die kaufen? Oder gibt's die auch? Oder ist es nur einfacher dadurch? Das heißt, ich muss auf einem Pokémon 10 Ribbons haben, um da drinnen 3 Ribbons zu kaufen und meinem Pokémon eine Massage geben zu können. Auf einem Pokémon finde ich krass. Aber ja, das ist halt für die Ribbon Master Challenge. Da ist das natürlich Teil davon. Die gibt's nur dort. Krass, für Geld. 999999 Geld muss man haben. Okay. Wieder was gelernt. Dann schauen wir jetzt mal, was für Rezepte ich machen müsste. Ein Rezept ist Gife, Yonago, Qualot, Sanana. Gife, Yonago, Qualot, Sanana. Im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5. Moment, was? Im Endeffekt brauche ich jede Beere nur einmal, aber Seetang brauche ich zweimal. Und ich habe 3 Seetang. Das heißt, ich krieg damit jetzt ein Pokémon auf maximal, wenn ich das Kochen richtig mache. Und ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Das heißt, ich kann die überschüssigen Honmel und Qualot benutzen, um mein Glaziola aufzuleveln. Wenn das reicht, was ich habe. Oh ja, benutzen wir mal. Keine Ahnung, was benutzen wir? Kriege ich dadurch auch mehr wegen der Glocke? Nee. Oh, was? Ich kann nicht mehr als 6 machen? Ich kann nicht mehr als 6 machen? Okay. Wahrscheinlich. Warum? Okay, dann mache ich Qualot. Da kann ich 10 machen. Okay, mache ich auch mal 6. Ansonsten. Ah, Grana kann ich noch machen. Warum ist es manchmal bei den Bären so? Weiß das jemand? Weil gerade habe ich, wisst ihr, wenn ihr runterklickt, macht das automatisch das Maximum. Und gerade war bei der einen Bäre Maximum 6. Aber bei den anderen konnte ich so viel machen, wie ich will. Und ich habe nie mit Glaziola gekämpft. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass ich bestimmte EVs habe. So, aber wie sieht's jetzt aus? Ein Herz? Was ist mit dir? Warum hast du nur ein Herz? Ich habe so viel Bären verschwendet für dich, Glaziola. Also so einen krassen Vorsprung hatten die anderen doch auch nicht. Aber ich glaube, das reicht. Die anderen haben dafür echt maximale Freundschaft.
Wegen den EVs? Ja, aber ich hatte keine EVs auf Glaziola. Glaziola ist komplett... Ich habe nie mit Glaziola gekämpft. Also es kann keine EVs haben. Jetzt kann ich mir auch denken, okay, es hat 6 Initiative, also nimmt es 6 Initiative weg und macht es quasi als Maximum. Und die anderen waren gar nicht da. Aber ich glaube, ich habe mit Glaziola nie ein wildes Pokémon besiegt. Ist halt sehr kühl. Ich glaube, ich speichere einfach mal und dann kochen wir jetzt. Das Kochen ist nämlich auch so eine Sache an sich. Und dafür mache ich jetzt, glaube ich, Musik an, weil ich glaube, das Kochen hat bestimmt eigene Musik. Muss doch so sein. Übrigens, ich habe letztens ja bei einem Quiz mitgemacht und heute mache ich wieder bei einem Quiz mit. Zurzeit ist echt viele Quizzes, wo ich dabei bin. Und eine Frage war, zähle alle Bären auf, die im Kampf einen Effekt haben. Ich glaube, ich habe 2 geschafft aufzuzählen. Ich habe einfach alle Bären aufgezählt, die ich wollte, die ich konnte. Ich habe sogar Aprikokos aufgezählt am Ende. Und mir sind natürlich nur, es war so typisch, mir sind natürlich nur diese ganzen Bären eingefallen, die hier. Weil die halt für Sammeln wichtig ist. Wichtig sind, oder halt, weil ich die immer benutzt habe, um EVs zu kontrollieren und sowas. Die anderen, die man halt im Kampf benutzt, was die Frage war, die habe ich nie benutzt. Mir ist nicht mal Yonago eingefallen, mir ist nur Citro eingefallen und ich glaube, das war's. Sonst habe ich die ganzen anderen genannt. Piersief ist mir eingefallen. Das waren, glaube ich, die 2 Punkte, die ich gekriegt habe. Egal. Musik. Bei wem? Das war bei Hase mit Hut. Und heute ist wieder Hase mit Hut. Und bald ist wieder der liebe Nestflow. Sollte alles haben. Das Kochen ist ungefähr so wie ein Schwert und Schild. Nur, dass es hier um einiges wichtiger ist. Also jetzt vor allem für das, was wir vorhaben. Dass wir es so perfekt machen, wie nur geht. Das Ziel ist es, unter 40 Sekunden etwas zu kochen. Dann kriegt man ein saugutes Level. Das sieht schon cool aus. Ausnahmsweise mal hier. Und es gibt 3 Phasen und man muss halt den Stick in einer gewissen Geschwindigkeit drehen. Zu schnell ist schlecht, zu langsam ist schlecht und so weiter. Deswegen, da müssen wir aufpassen. Aber wenn wir es richtig machen, kriegen wir einen Level 60 Knusp mit mildem Geschmack. Womit wir unser Pokémon aufleveln können. Perfekt. Wenn alles so funktioniert. Kann ich auch hier drin speichern? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, okay. Also, mal schauen. Ich habe das noch nie gemacht. Aber deswegen haben wir gerade das alles gemacht, was wir gemacht haben. Giefe. Yonago. Qualot. Und Zanana. Ja. Achtung. Wir müssen jetzt so drehen. Und zwar in der Geschwindigkeit, dass es nicht das passiert, was gerade passiert ist. Das war gar nicht gut. Es darf nicht den Rand... Das ist die 2. Phase, gelb. Es darf nicht den Rand überschreiten. Das ist sehr schlecht. Dann, wenn es lila ist, können wir Vollspeed geben. Aber dafür muss es lila werden. Jetzt können wir Vollspeed geben. Jetzt kann es nicht überschütten. Und wenn man das alles richtig macht, dann ist man halt unter 40 Sekunden. Umso besser, umso perfekt die Geschwindigkeit ist, desto schneller geht's. Ach. 42 Sekunden. 2-mal überkocht.
Level 57. Das Ziel ist es eben, ein Level 60 Knusp zu kriegen. Exquisite? Heißt Exquisite mild? Auf Englisch heißen die mild. Wir brauchen mild. Aber wir haben 4 gekriegt, das war auch das Ziel, 4 Stück, denn wir brauchen 4 Stück, die wir verfüttern müssen. Man kriegt immer 4, aber das Level sollte halt Level 60 sein. Aber ich habe es halt verkackt, weil ich am Anfang 2-mal überkocht habe. Wir machen weiter und dann, wenn am Ende das Pokémon nicht perfekt aufgelevelt ist, müssen wir wieder von vorne machen. Das zweite Rezept ist Wiki. Hommel. Honmel. Setan. Und Himi. Mal schauen, ob das jetzt besser läuft. Bei Nestlo warst du schon mal, habe ich gesehen. 2-mal war ich inzwischen bei Nestlo, ja. Es ist doch gar nicht, es ist doch, oh mein Gott, die sind so genau hier. Man sieht ganz grob, wo die Linie sein muss. Es ist nicht die orangene Linie, sondern ein bisschen darunter sieht man noch so eine Linie. Und da darf die Suppe nicht drüber gehen. Es ist gar nicht so leicht. Ah, du Sack. Und jetzt können wir Vollspeed gehen. Das wird ja dann wieder nicht Level 60. Oder es liegt daran, dass Glaziola mich einfach nicht liebt. Und das macht das Level halt auch besser. Was auch immer die Liebe von Pokémon damit zu tun hat, wie ich koche. Aber das war 40 Sekunden und somit 61. Warum war das jetzt schneller? Wir haben 2-mal überkocht. Ich hoffe, dass exquisit mild bedeutet. Okay, süß ist Mago. Labrus. Das letzte natürlich. Morb. Morb ist auch so ein dummer Name, oder? Morb und Persim. Komm, jetzt wirklich ohne Überlaufen, komm. Ich sollte üben. Ja, aber ich glaube, es lief gar nicht so schlecht, das Level so bisher. Das ist perfekt, so muss das sein. Sobald die Nachricht da unten kommt, muss ich aufpassen. Ist das ein Schwert und Schild ein Witz hier? Oh. Ist das ein Schwert und Schild ein Witz dagegen? Da ist es so einfach. Und hier ist es echt Feingefühl. Das ist auch unter 40, komm. Ja, wenn so ein Wechsel dann noch kommt, asozial. Komm, das ist auch unter 40. 43, ja gut. Hä, hey, das war eigentlich besser. Es ist nur einmal übergelaufen. Ich glaube, da ist auch Luck dabei, wie oft ich die Richtung wechseln muss. Okay. Das vierte ist Gauwe. Es gibt 5 Rezepte für jede Eigenschaft. Gauwe, Prunus. Manap oder Nanap. Und Grana. Hey, die Pomek. Okay, komm, jetzt einmal perfekt. Ja, schenkt mir eure Liebe. Außenrum. Ich habe nicht 2 Stunden umsonst euch geliebt. Das macht das Rezept besser mit eurer Liebe. Schüttet ein bisschen Liebe rein, wie auch immer ihr das macht. Komm, das war perfekt jetzt. Ach komm, jetzt geht mir doch nicht. Nur noch ein Rezept jetzt. Warum dauert es so lang? Warum dauert es so lang? Es ist niemals 40 Sekunden. 44, es war schlechter als davor. Obwohl ich keinen Fehler gemacht habe. Das ist doch Luck. Alles Luck-based, alles RNG hier. Null Skill. Nein, nein.
So, letztes Rezept ist Jappa. Citru. Nirbe. Und noch eine Seetang, die einzige, die wir doppelt brauchen. Komm jetzt aber. Warum war ich denn bei dem einen so gut? Also Speed ist auf jeden Fall wichtiger, aber... Wir sind jetzt einfach mal richtig hart. Come on! Ich hoffe, das unter Level 60 reicht. Dann liegt's, weil dann liegt's echt an Glaciola. Ich kann nicht besser kochen. 40, 62. Ich habe nur 2 von den 5 jetzt über Level 60 geschafft. Es kann sein, dass das jetzt nicht reicht. Die Regel ist, glaube ich, immer über 60. Aber das sehen wir jetzt. Was kommt zuerst? Nach Tara natürlich, oder? Das Schönste von allen. Machst du so auch das Butter Chicken? Ja. Halt wirklich. Was es übrigens heute gibt. So, und jetzt... Also ich habe das alles noch nie gemacht. Jetzt, glaube ich, geht man in diese Box. Und da sind die jetzt alle. Da sieht man halt... wo meine Kamera ist. Hier sieht man den Knusp und was der uns gibt an Charakteristiken da unter mir. Weichheit 9, das ist halt super, das ist das Ziel. Weil die Weichheit ist auch so dumm, ne? So schlecht übersetzt. Die Weichheit heißt, wie satt der macht. Und wieso kommt da eigentlich ein Stück Brot raus, wenn wir Suppe machen? Verstehe ich auch nicht. Du machst eindeutig eine Suppe und es kommt ein Stück Brot raus. Deswegen habe ich geschrieben backen, weil du sowas backt man doch. Aber nein, wir machen eine Suppe. Auf jeden Fall, das gibt die beiden Sachen, dann die beiden Sachen, die beiden Sachen, die beiden Sachen, die beiden Sachen. Wenn ich die alle jetzt einem Pokémon verfüttere, sollte es in allen Charakteristiken maximal voll sein. Wenn nicht, dann liegt es daran, dass wir nicht Level 60 haben überall. Und entweder sagen wir dann, okay, dann machen wir noch ein paar extra, aber das wäre halt Bärenverschwendung. Dann mache ich nochmal und dann muss echt Glaciola einfach auch maximale Freundschaft haben. Weil es muss daran liegen, alles andere lief super. Okay, die müssen jetzt alle verfüttert werden und wir machen nach Tara. Hier ist doch Teig. Aber wir sehen nie, wie es gekocht wird oder wie es gebacken wird. Nachtara hat den Knurst widerwillig runtergewirkt. Es gibt Knurst, die das Pokémon nicht mag, weil es steht immer so, mag trocken, mag süß. Und wenn du das Gegenteil machst, dann magst du es nicht. Das macht aber nur einen Unterschied von... Es ist ein minimaler Wert an Unterschied, was das macht. Mag bitteres Essen, das heißt, es mag das Gegenteil nicht. Wir sehen, Stärke ist jetzt um einiges höher. Und zwar richtig viel höher. Und wenn ich das jetzt 4-mal mache, sollte Stärke auf Max... Wobei, es muss nicht auf Max sein, weil es gibt auch noch andere, die dann... Ah, mal schauen, was passiert. Ich weiß es nicht. Runterwirkt, tu nicht so. Bam, schau, es steigt richtig krass. Aber eigentlich sollte, soweit ich weiß, auch Schönheit steigen, weil... Das Blaue aktiviert es auch. Vielleicht ist aber genau das Blaue, was es nicht mag. Kannst ja auch Brot in der Pfanne machen. Okay, aber wir haben trotzdem nicht gesehen, wie das, ja, Schönheit steigt auch, wie das gebacken wurde. Aber ja, es stimmt, es ist so eine Brotmaschine, ne, vor der man da steht und die wirbelt man so. Ja, und dieser Glanz
diese Terminologie ist so seltsam. Glanz ist quasi die Fülle, also wie voll das Pokémon ist. Wenn der Glanz voll ist, kann es keine mehr essen. Also zumindest steigert sich dann nichts mehr. Das heißt, innerhalb des Glanzes muss man es schaffen, die Werte voll zu kriegen. Deswegen ist dieser Weichheitwert so wichtig. Weil wenn man Knusperbug, die einen hohen Weichheitwert haben, schafft man das gar nicht, so viele zu verfüttern, dass es den maximalen Wert bekommt. Das ist halt wie EV-Training. So kompliziert einfach. So, das ist jetzt schon der nächste. Und ich hoffe, es gibt noch einen Knusp, der die, der die Stärke erhöht, weil Stärke ist noch nicht maximal. Gibt es noch einen, der... Ja, hier sind noch welche, die gelb sind. Das heißt, ich will mal schauen, ob es klappt. Es könnte halt echt ein Problem werden, dass Nachtara einfach sagt, ich mag nichts, was mit Schönheit zu tun hat. Und dann kriegen wir Schönheit nicht auf Max. Weil es bitter mag. Aber das hat das Tutorial nicht erklärt. Das Tutorial hat gesagt, die ich gerade hier mache, gehen bei jedem Pokémon. Es hat nie irgendwie gesagt, und das geht besonders gut bei dem Pokémon und das bei dem. Am besten nimmt man eigentlich, also am logischen ist es, wenn man ein Pokémon nimmt, das ein neutrales Wesen hat, weil dann haben die auch keinen Geschmack. Also sie haben nichts, was dann irgendwie einen gewissen Geschmack bevorzugt oder es hebt sich auch gegenseitig auf oder sowas. Schauen. Wobei wahrscheinlich wird die Schönheit trotzdem auch erhöht mit einem anderen Geschmack. Wobei, es macht aber keinen Sinn. Das würde ja bedeuten, dass ich das Schönheit-Ding nie hochkriege, weil es bitter mag. Bisher ist nichts auf Max. Oder? Das Gelbe könnte jetzt auf Max werden. Ja. Ihr seht es nicht. Hinter mir ist Stärke, leuchtet. Stärke ist voll. Also Stärke hat geklappt. Und genau jetzt ist Stärke sogar alle. Wir haben alle mit Stärke gegessen. Jetzt kommt Grün und Blau. Jetzt kommt wieder Blau. Mal schauen, ob es jetzt sagt, widerwärtig, widerwillig. Dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nicht, dann muss ich Pokémon nehmen, die neutral sind. Was okay ist, weil ich habe die ja nur probiert. Schönheit steigt. Ja doch, Schönheit steigt. Das sind nicht mehr so viele. Es wirkt so, als ob ich das nicht schaffe. Ich muss es nicht mit denen machen, die maximale Freundschaft haben. Ich dachte mir halt, warum nicht? Klugheit ist jetzt auch voll. Na, mal schauen. Wenn, dann geht's gerade so. Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, was das Ziel des Ganzen ist. Das hier, was du gerade siehst, ist das Ziel des Ganzen. Dass dieses Ding, was neben mir ist, komplett ausgefüllt ist. Warum ist Coolness bisher noch kein bisschen gestiegen? Aber ich habe Coolness gekocht. Das war das Erste, hm? Schönheit ist auch voll, Klugheit aber nicht. Ah, jetzt kommt Schönheit. Hä? Ich habe nur 4 mit Schönheit? Coolness? Wie soll das denn voll jetzt werden? Okay, okay. Ey, wenn sich das jetzt aufgeht, das ist ja ein Wunder. Putzigkeit wird auf jeden Fall voll. Es wird nie voll. Aber das verstehe ich dann nicht. Putzigkeit ist jetzt voll. Immer noch nicht, Putzigkeit ist immer noch nicht voll. Never! Wäre das anders ausgegangen, wenn die jetzt Level 60 gewesen wären? Weil bei allen Trades hatte ich, glaube ich, 8. Aber nur bei Coolness hatte ich jetzt nur... es geht! Es ist alles voll! Selbst die Coolness ist noch immer richtig... Wow! Es geht! Alles glänzt! Nice! Aber knapper geht's nicht. Also wenn man Glaziola... Ich habe halt Angst, wenn ich das jetzt... Das muss ich jetzt 10 Mal machen.
Das ist jetzt ein Pokémon, was perfekt ist. Und schau mal, der Glanz ist auf Stufe 7 von 10. Richtig gut. Das muss ich mit 10 Pokémon machen. Und ey, wir speichern. Aber ich glaube, ich werde trotzdem dann noch... Ich muss eh warten auf die anderen Bären, dass sie fertig werden. Ich werde Glaceola doch noch auf Max machen, damit es nicht ganz so knapp ist. Weil das hat sich ein bisschen zu knapp angefühlt. Das hat sich sogar geschummelt angefühlt. Das letzte hätte nicht so viel geben sollen. Was war da denn los? Ja, aber das für 10 Stück ist doch nicht schlimm. Das Langwierigste ist wirklich, die Pokémon auf maximales Freundschaft zu bekommen. Weil es... Ich habe bestimmt 10 Pokémon irgendwo, die maximale Freundschaft in dem Spiel haben, weil ich das Spiel ja auch fett durchgespielt habe. Aber die müssen halt in den Park rein können und es sind nur so 15 Pokémon, die halt putzig sind. Evoli, Pummelhof, Pipi und so weiter. Und dass du genau die hast, 6 Stück, die maximale Freundschaft haben. Deswegen 6 Pokémon, maximale Freundschaft, das dauert am längsten. Und natürlich die ganzen Bären zu haben. Aber anscheinend, wenn du nie Bären benutzt hast und alle eingesammelt hast auf der ganzen Karte, sollte man genug haben. Und vielleicht hatte ich auch genug, aber ich habe halt jetzt neue angepflanzt, weswegen ich jetzt nicht mehr genug habe. Aber passt. Passt, 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 passt. So. Und jetzt, nochmal zum dritten Mal speichern, gibt es eben ein Band zu gewinnen. Das Glitzer-Sternband oder so. Verlieren die beim Übertragen Freundschaftslevel? Nö. Nö, oder? Ich meine, es ist immer nur die Freundschaft in dem Spiel. Wenn ich jetzt die Pokémon auf Kapu mache, das ist ja ein anderer Trainer. Warum sollten die meinen Trainer in Kapu mögen? Es ist immer die Freundschaft in dem Spiel zu dem Trainer. Die mögen jetzt nicht meinen anderen Charakter im anderen Spiel. Also, oder? Hat das mal jemand getestet? Das wäre ziemlich dumm. Wenn sie jetzt einen anderen Trainer lieben. Kaufen kann man Bären nicht? Nee. Nee, 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 nee. Es gibt Bären hier und da anders zu gewinnen. Manche NPCs geben einem Bären, manche Contests geben einem Bären. Aber eigentlich am einfachsten ist die zu dingsen. Okay, ich sollte jetzt mit diesem krassen Nachtara eben so einen Contest gewinnen können. Aber dafür müssen wir es noch besser vorbereiten. Damit hier die Attacken auch maximal sind. Bisher kann es keine gute Attacke. Sind es eigentlich, müssen es die gleichen Attacken sein? Ich kann jetzt hier TMs anschauen. Wie die Nachtara lernen kann. Und zum Beispiel ist Zerschneider auch nur 2 Herzen. Hier, Traumfresser ist 3 Herzen. Aber kann ich Traumfresser machen? Also es muss doch schlafen, aber es ist egal, dass es schlafen muss oder sowas. Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Showpunkte um 2. Okay. Hier ist Psycho Plus. Verfehlte Noten werden 5 Sekunden lang nicht als Fehler gezählt. Das klingt gut. Hier, Eisenschweif. Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Showpunkte um 2. Das klingt noch besser, weil ich nehme mal an, dass mein Elan meistens hoch sein wird, weil ich einfach geil bin. Wobei ich nicht weiß, wie sich der Elan berechnet. Hyperstrahl. Hyperstrahl ist wieder negativ. Okay, das war's. Also entweder Psycho Plus oder Eisenschweif. Ich mache Eisenschweif, denn die Showpunkte ist, glaube ich, wichtiger, dass sich die erhöht. Das andere ist Skill-based. Hallo, Don Herbivore. Kannst du das mal testen? Würde mich interessieren.
Nee. Also bringt es mir nichts, wenn ich einen Freundschaftsmann aus Cabo übertrage. Du kannst es liebend gerne testen, das würde mich auch interessieren, aber es würde keinen Sinn machen, dass das geht. Weil die Freundschaft ist ja immer zum Trainer. Und es ist ja nicht der gleiche Trainer. Ich würde noch eher glauben, dass es geht, wenn du innerhalb von Gen 9 tauscht, also wenn du von Karmesin auf Purpur tauscht, weil dann bist du zumindest im gleichen System, aber auch das wäre unlogisch. Aber warum sollte die maximale Freundschaft erhalten bleiben, wenn du von Gen 9 auf Gen 8 tauscht, in einem komplett anderen Spiel, anderer Trainer, alles anders? Macht keinen Sinn. Okay, und dann, was noch eine Rolle spielt, ist die Kapsel. Ich mag ja dieses Kapselsystem gar nicht. Aber anscheinend kann man hier Kapseln anbringen, die beim Wettbewerb auch nochmal einen Bonus geben. Und zwar gibt es hier auch so Coolness-Sticker und so. Aber ich habe keine Musik-Sticker. Und zwar wirklich so, dass der Ball einfach voll ist mit den Dingern. Konfetti. Lodern. Ich glaube, ich mache erstmal ohne. Ich muss eh die niederen Dinger zuerst machen. Ich habe, glaube ich, gar keine Sticker, die diese Coolness und sowas erhöhen. Das war's. Liste wechseln. Was? Okay. Stärke-Sticker. Der macht Stärke. Genau. Kann ich Sticker eigentlich von dem Pokéball wieder runternehmen und auf einen anderen drauf tun? Das ist Klugheit. Wir machen erstmal ohne. Vermutlich sind das einfach nur Werte unabhängig von der OT, also unwahrscheinlich finde ich das gar nicht. Aber man kann in Home noch nicht mal nachschauen, was das Freundeslevel ist. Also man kann es nirgendwo nachschauen, genau genommen. Aber ja, vielleicht geht's. Wie würde ich das denn rausfinden? Weil das Band habe ich ja jetzt. Indem ich ein Pokémon ohne Band übertrage und im anderen Spiel versuche, das Band zu geben. Wenn es im anderen Spiel, wo es noch nie war, das Band bekommt, heißt es, es hat maximale Freundschaft, ohne dass ich es jemals berührt habe. Was? In BDSP habe ich das ja nicht gemacht, aber in Platin hast du zwei gute Attacken gebraucht, weil du nicht zweimal dieselbe Attacke einsetzen konntest. Oh, guter Punkt. Du hast recht. Was war das andere? Psycho Plus. Aber lass erstmal machen, weil ich glaube, ich habe gesehen, dass man am Anfang die Attacke auswählt, die man benutzt. Und das ist nur eine. Lass schauen. Lass wir schauen mal. Kostet ja nichts, oder? Coolness-Wettbewerb. Machen wir erstmal Anfänger. Ich muss alle gewinnen für das maximal geile Band. Ah, sieht das nicht schön aus? Und jetzt hier muss ich eben sagen, wähle eine Attacke, schau. Also es hätte mir nichts gebracht, zwei zu haben, oder? Vielleicht kommt später welche, wo ich zwei auswählen kann. Und dann kann ich halt den hier auswählen. Ich nehme jetzt mal den Unlichtball. Und dann kann ich noch mein Outfit auswählen. Aber was weiß ich? Wettbewerbsoutfit. Nehmen wir doch einmal das Wettbewerbsoutfit. Und jetzt müssen wir einfach im richtigen Moment A drücken. Wenn ich den jetzt verliere, bin ich so sauer. Quickball, er ist besonders schön, ja. Ich meine, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass es nach Tara Flottball drin ist. Das war ein Tauchball. Ich habe mich verguckt. Das kann nicht sein. Wird das eigentlich dann auch schwerer? Wird es dann so richtig zu Guitar Hero? Mit fünf verschiedenen Tasten? Nee.
bisher perfekt. Wundervoll. Ich habe mal gehört, dass man teammäßig das machen soll. Also wenn die, wenn dein Teammitglied die Attacke macht, soll man sie auch machen. Und dann gibt es irgendwie Combo-Bonus. Ich weiß noch nicht, Justina, ja, die hat gerade eine Attacke gemacht, dann habe ich meine auch gemacht. Und wenn das Pummel am Ende ist, nee. Wann kann ich meine Attacke wieder machen? Kann ich sie nur einmal machen? Okay, wenn ich jetzt nicht Top 1 für immer in die Geschichtsbücher bin, dann wäre nicht das Spiel. Ist ja komplett anders als damals. Ja, das Spiel schon, ja. Das Prinzip ist aber so ziemlich gleich. Man sieht halt nichts. Ich glaube, ich habe gewonnen. Tanz war perfekt. Warum ist es nicht komplett perfekt? Dreimal nur super, einmal nur gut. Oh mein Gott, wie konnte ich nur? Attacke. Attacke war nicht so geil. Aber ich glaube, der Style hat was zu tun mit der Attacke. Ah, nee. Der Style hat was zu tun mit meinem Coolness-Faktor in dem Moment. Und glaube ich, wie ich angezogen bin. Und der Ball. Der Ball war halt Schrott. Der Ball war gar nichts. Wenn der Ball noch komplett auf cool wäre, dann wäre das Blaue, glaube ich, auch voll. Ist halt die Frage, wie lange ich jetzt so durchkomme. Coolness-Sticker. Jetzt habe ich eben Coolness-Sticker, der mir hilft, wahrscheinlich für die weiteren coolen Dinge. Wenn ich jetzt einfach Coolness weitermache, soll ich mal direkt Elite machen? Ich meine, passiert ja nichts Negatives, oder? Es ist noch zu früh für mich. Okay. Dann sag halt, dann graut es halt aus. Warum lässt du es mich anklicken, um eine dumme Dialogbox zu verschwenden? Coolness? Könnerrang. Aber wir schauen mal. Egal. Schau mal, wie weit wir jetzt kommen mit diesem einen Ding ohne Ball. Ich glaube, nur der Ball ist das, was wir noch besser machen könnten. Also Wettbewerb Double Battle quasi. Ich sag mal so, die Person, die mit mir zusammen im Team ist, die hat automatisch gewonnen, ne? Das heißt, ich glaube, das ist die richtige Taktik, zu warten, dass mein Teammitglied die Attacke macht und dann mache ich auch meine Attacke. Ich glaube, das Einzige, was schwerer wird, ist das hier. Ist jetzt schon schneller. Okay, wenn das die zweite Schwierigkeitsstufe ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die letzte ein bisschen härter ist. Muss man extra so eine Pokémon-Gitarre kaufen und anschließen. Nee, eine komplette Band. Man muss dann mit Freunden so Schlagzeug, Vocals, alles anschließen und nur dann. Und dann muss man auch noch so ein Lenkrad anschließen. Von Logitech, Pokémon gesponsert. Nicht so leicht. Also brillant zu kriegen, nicht so leicht hier. Glaubt ihr, im anderen Teil steht da nicht brillant, sondern leuchtend? Steht da immer, das war ein voller Erfolg? Oh, das ist mein Rang? Oh, heißt es, ich muss das so oft machen, bis ich irgendwie Rang 10 bin, um das letzte zu schaffen? Okay, der Vorsprung ist nicht so gewaltig. Attacke. Oh, ich habe keine Attacke gemacht. Hey, ich habe trotzdem gewonnen. Mein Style war diesmal besser. Warum auch immer.
Ich hab einen anderen Ball ausgewählt. Und das Sticker B. Okay, mal schauen, wie weit ich komme. Das heißt, das Level hat bestimmt damit was zu tun, welchen Rang ich machen darf. Profi. Oh, ich darf Profi machen. Okay. Okay, jetzt muss ich auf die Attacke. Ich war so beschäftigt mit dem Zeitdrücken, dass ich Angst habe. Okay, irgendwie muss ich auf die Attacke achten. Vielleicht gibt es auch ein cooles Outfit, was da auch noch mit reinzählt. Jetzt könnte es halt echt sein, dass ich es nicht schaffe. Weil es war schon knapp. Nicht die Attacke vergessen. Ist geil, dass sogar der Schiller kommt. Ich frage mich, ob das ein positiver Effekt ist. Ja, der Peach hat nur 2 Herzen gekriegt. Loser. Aber es ist auch immer das gleiche Lied. Das ist ein bisschen traurig. Die Attacke, ich achte drauf, ich will es nicht vergessen. Aber mein Cheffe, mein Partner muss doch auch mal Attacke machen. Ich kann gerade nicht. Man kann nicht, während man drückt, die Attacke machen. Alle haben die Attacke jetzt gleichzeitig gemacht. Aber so kann man auch eine schwere Stelle überspringen, wie es aussieht. Wenn man sieht, da kommen krasse Tasten. Ey, komm, perfekt. Gib mir Gold. Ich glaube, ich muss Rang 10 erreichen, um das Glitzersternband zu bekommen. Das ist das Ziel. Ich muss das Glitzersternband... Oh, okay. Glitzersternband ist das Achievement in Pokémon Home. Ein Pokémon muss das Glitzersternband haben. Aber das ist doch mal... Ey, mein Tanz war so perfekt. Attacke, ey, das schaffe ich doch jetzt Elite auch, wenn ich darf. Wahrscheinlich darf ich Elite nicht machen. Ich darf. Das war einfach nur der Reihe. Ob ich das jetzt schaffe. Wie schwer wird das? Jetzt einfach so, also wirklich. Einfach Ding. Through Fire and Flames von Dragon Force. Elite-Rang. Nebulichen. Was für ein kreativer Name. Oh, da waren einige Herzen dabei. Eieiei. Ich spiele nach Takt, das Spiel ist falsch. Fuck. Oh Gott. Das ist voll kompliziert wegen Loslassen und... Loslassen und dann wieder... Da kommt man total durcheinander. Da kommt man so durcheinander. Lange gedrückt halten, aber danach sofort wieder drücken und dann nicht gedrückt. Das könnte jetzt...
fatal gewesen sein. Ah, es ist so schwer, es ist so schwer, es ist so schwer. Es ist tatsächlich nicht so leicht, aber weil das Spiel dumm ist. Es ist verwirrend, dass das Spiel, weiß ich, wenn du drückst, kriegst du einen Sound und wenn du loslässt, kriegst du den gleichen Sound. Und das fühlt sich komisch an, wenn du... Es ist quasi... Moment, Gleichstand? Das geht? Gleichstand? Aber das zählt. 5-mal, 6-mal zu früh, zu spät. Das zählt. Coolness Meisterband. Ho. Coolness Meisterband. Aber wie kriegt man das Glitzerband? Ja, strahlender Wettbewerb. Den muss ich schaffen. So ist es. Bezüglich japanisches BBJ. Statt 100 Euro auszugeben, habe ich einen neuen Spielstand angefangen und mit Pika Hex eiskalt die Region vom Speicherstand geändert. Und die Pummel hatten die Prunk-DNA inside. Gefühlt sind das dennoch echte BBJ für mich und keine unechten Cheatmod. Gefühlt könntest du dann aber, also was ist der Unterschied, dass du einfach ein deutsches Spiel spielst und dann hast du einen Pummel, tust das in PK Hex und änderst die Form von Pummel. Das ist genau die gleiche Anzahl an Klicks, die du machen musst und dann änderst du das gleiche Ergebnis. Aber das fühlt sich dann wiederum cheaty an. Aber ja, Megumina, du, ich verstehe es ganz total, wenn man nicht 100 Euro für ein Pokémon ausgeben will. Solange du zufrieden bist, ist alles gut. Aber das war für mich keine Option. Weil es eben sich genauso anfühlt, wie wenn ich einfach ein Pummel zu einem japanischen Pummel mache. Du hast halt aus deinem deutschen Spiel ein japanisches gemacht. Dann ist der Seed aber nicht echt. Hä? Doch. Das Megumina, das Pummel ist doch echt. Du machst halt nicht das Spiel japanisch, sondern das Pummel japanisch. Was ist der Unterschied? Ja, aber Leo, du hast ja die Region im DS gewefft, was? Oh, es hat ganz den Anschein, als hättest du kein Pokémon dabei, das bei diesem Wettbewerb antreten könnte. Ja, ich brauche ein Pokémon, das jedes einzelne Band hat, bevor es das Glitzerband bekommen kann. Das heißt, ich brauche hier noch 4 andere Bänder und dann ist Glitzer angesagt. Okay. Schön ist unser Nachtara. Warum grauen die das nicht aus? Wenn ich die anderen sowieso nicht betreten kann, warum sind die nicht ausgegraut? Ilka! Basic Game Design. Wenn der Spielstand auf eine andere Region gewechselt wird, sehe ich das nicht als Cheaten. Du hast ja die Region im DS gewechselt und das kommt auf dasselbe hinaus. Nein, da verstehst du was komplett gar nicht. Das ist was komplett anderes, was... Ich habe in meinem DS die Region gewechselt, weil das geht, komplett legit, so ist das vorgesehen, so holt man sich VVJs. Ich habe nichts gemoddet dafür, gar nichts, ich habe einfach die Region in meinem DS geändert, so macht man das. Megumina hat in einer Cheat-Software die Region geändert, weil in seinem DS die Region nicht verfügbar ist. Du kannst nicht sagen, dass das das gleiche ist, es ist vollkommen okay, aber du kannst nicht sagen, dass das das gleiche ist. Vor allem, wenn der Unterschied 100 Euro ist. Aber jeder macht das so, wie man will. Aber sag nicht, dass es das gleiche ist.
Okay, ah, das Lied ist pro Charaktereigenschaft anders. Ist Kay mein Mensch? Nee, Amy ist mein Mensch. Okay. Amy, ich warte auf dich. Ich spiele nach Takt und das Spiel gibt mir nur super. Ich muss immer später drücken, damit das Spiel zufrieden ist. Hat Amy schon Attacke gemacht? Amy! Snox, dankeschön für 5 Monate. Snoxy Boy. Dankeschön. Ich bin richtig im Takt. Das Spiel ist verzögert. Emotionslos, sie schauen. Sie sind voller Schönheit. Das ist der Schönheitscontest. Die müssen so ein Modelface haben. Das ist ja vollkommen normal. Wie hast du nach Tara Shiny gehandelt? In Karmesin und Purpur. Ich habe dazu ein eigenes Video. Das Video heißt, glaube ich, ich habe 10 Evolis in 12 Stunden gefangen oder so. Okay, was wollte ich gerade? Ich wollte irgendwas gerade. Ach ja, ich wollte den Titel ändern in. Das perfekte Nachtara bauen. Bauen? Keine Ahnung. Bauen wir es? Wir meißeln es. Wir machen aus einem mickrigen, kleinen, hässlichen Nachtara. Weil wir haben schon was Schönes draus gemacht. Jetzt muss es sich nur beweisen. Es ist ja schon perfekt. Wir versuchen nicht, wir suchen nicht, wir finden. Wir haben es schon. Ich kann keine Pokémon manipulieren, dann sind die nichts mehr wert für mich. Okay. Verstehe ich. Warum haben die anderen mehr Herzen? Zeigt eure, ihr habt mehr Herzen. Ne, ihr habt weniger Herzen, okay. Verarsch mich nicht. Ich darf nicht auf die Musik hören. Wer ist meine? Mirjam. Mirjam. Ah! Mirjam, es tut mir leid. Wäre hier keine Musik, wenn ich Musik aushöre? Wäre sehr seltsam. Das kann nicht sein. Ich krieg nur super. Das Spiel hat kein Taktgefühl. Wow, Eisenschweif. Dreier-Kombo. Ach, wenn die anderen, das gegnerische Team zählt sogar auch dazu. Kann ich nichts dafür, wenn Willi zu früh kommt. Wofür machst du die Wettbewerbe? Um ein perfektes
Du kriegst, wenn du alle Wettbewerbe mit einem Pokémon machst, kriegst du Zugriff auf den Glitzer-Wettbewerb. Und wenn du den schaffst, kriegst du das Glitzer-Sternband. Und wenn du das hast, hast du in Pokémon Home einen Erfolg freigeschaltet. Ich würde das nie machen. Es ist jetzt nicht unbedingt das beste Gameplay in diesem Spiel. Aber es ist tatsächlich ein Achievement in Pokémon Home, dass man das machen muss. Sogar mit 10 verschiedenen Pokémon. Und ich finde, ab Profi macht es sogar Spaß, weil es sogar echt schwierig ist. Was musste man denn beim alten Wettbewerb machen? Also die Gen Living Decks sind jetzt alle fertig. Meinst du Origin Decks? Ne, da sind wir mit Gen 6 jetzt fertig. Und an sich Living Form Decks habe ich schon seit 3 Jahren fertig. Aber Origin Decks sind wir mit Gen 6 jetzt fertig. Oder meinst du Software Decks? Okay, das ist irgendwie komisch. Okay, die Melodie ist einfach doof dafür. Ich brauche einen groovy, groovy Beat. Nicht so ein Slow Dance. Carola. Carola. Vierer-Kombo. Das kann man ja sogar online spielen mit anderen Leuten. Irgendwie. Aber da möchte ich den Delay nicht wissen. Die Musik erinnert mich an Final Fantasy. Attacken einsetzen, um Herzen zu bekommen. Ich kann nur eine Attacke auswählen. Achso, im alten Spiel war, musste man mehrere Attacken einsetzen, um Herzen zu bekommen. Da konnte man die Pokémon dekorieren. Ja, hier dekorierst du die Bälle. Bis jetzt musste ich das noch nicht machen. Inzwischen hat es immer gereicht, ohne dekorierten Ball. Genau, mehrere Attacken, um Herzen zu bekommen und dann noch tanzen, glaube ich. Hm. Das heißt, hier ist es vereinfacht worden oder versimplifiziert. Die Elite könnte jetzt schwer werden, weil das Lied ist echt nicht so geil. Aber ich glaube nicht, dass man die Bälle dekorieren konnte, aber in diesem unteren zweiten Bildschirm konnte man seine Pokémon dekorieren mit so halt so ein, konnte es ihm so einen Hut aufsetzen, eine Brille, ein Bart hinmachen, eine Tasche geben und so weiter. Man konnte auch die Bälle dekorieren. Okay, okay, okay. Das heißt, hier ist es das Gleiche, nur weniger. Ist das Jasmin da ganz rechts? Das stimmt, Jasmin ist ja sogar in dem Spiel hier. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das sind dann jetzt Arenaleiter, weil wir im Elite-Rang sind. Ah. Und das letzte Mal habe ich nicht mitgekriegt. Das ist cool, dass da Jasmin steht, mit einem Stalus natürlich. Aber die ganze Zeit drücken.
hat halt nichts mehr mit der Musik zu tun. Brillant schwierig. Wie heißt meiner? Lamina. Lamina, mach! Okay, ich mach, damit ich Dreier habe, weil mit Lamina hätte ich nur Zweier gehabt. Ah, Vierer, Lamina hat noch gezündet. Einfacher als das letzte. Das letzte war viel zu schnell. Komm, gib mir noch. Oh, gerade noch in das letzte Teil oben gekommen. Oh, ich glaube, es ist knapp. Zu wenig brillant. Nicht schön genug. Letztes Mal hatten wir Gleichstand. Bye, Brian. Ah, komm, jawoll! Nachtara, das schönste Pokémon in Sinnoh. Sehr gut. Schönheitsmeisterband. Hey, 2 von 5. Oder 6. Und ich hatte schon Angst, ich muss meinen Pokéball dekorieren. Jetzt Klugheit. Oh, Nachtara ist sehr klug. Was kommt jetzt für ein Banger-Lied? Putzigkeit. Nachtara ist auch sehr putzig. Was sind das denn für No-Names hier? Ich will wieder mit den Arena-Leuten auf der Bühne stehen. Mann, die gehen alle. Sind die schon die ganze Zeit gegangen? Sie bewegen sich jetzt. Schalellos mit seinen kleinen Beinchen. Ja, sie tanzen diesmal. Hey, warum haben die... Das heißt, bei Schönheit waren sie wirklich still, weil sie einfach sich nur gezeigt haben. Und bei Putzigkeit geht es ums Bewegen. Die bewegen sich doch das erste Mal. Gott, es sieht so lächerlich aus. Also Chanelos. Okay, vielleicht habe ich es auch vorhin einfach noch nicht gesehen. Oh, Attacke. Hallo, Leute. Horst. Noch jemand? Ey. Horst. Zu früh gezündet. Oder muss ich... Oh, oh. Oh, ich konnte nicht mehr X drücken. Hä, wo machen wir... Ich konnte keine Attacke machen. Am Ende kann man keine Attacke machen. Okay, okay. Ist egal, wir haben trotzdem gewonnen. Ob das Level irgendwas bringt? Vielleicht kriegt man mehr Sticker am Ende, umso höher das Level ist. Oh, warum so schlecht? Wenigstens gehen sie jetzt mal ab beim Wettbewerb. Und das Lied ist auch ein bisschen besser. Aber das Lied hat Potenzial, schwer zu sein. Kann ich die ganze Zeit im Schönheitswettbewerb im Wettbewerbsoutfit rumlaufen? Dann muss ich es nicht auswählen. Aber ich will nicht so rumlaufen. Ich sehe aus wie ein... Ein Mate, was vor einem Café steht in Japan. Ich glaube, das ist die Absicht. Dass sie aber auch kein
Pikachu und sowas hier übernommen haben. Ja, wobei es ist Gen 3, ich weiß, das Cosplay Pikachu ist Gen 3, aber es hätte hier so gut reingepasst auch. Kersten, komm. Vierer-Kombo. Wie sie abgehen. Antimimi. Antimimi geht am meisten ab. Ist es eigentlich... Also was ist das storytechnisch? Stehe ich als Trainer so nebendran und klatsch im richtigen Takt? So stelle ich mir das vor. Ich klatsch die quasi an und umso besser bewegen sich meine Pokémon. Können wir mal eine Attacke machen, Leute? Oh! Die Vierer-Kombo. Cosplay Pikachu ist Gen 6. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Im Original war das nicht. Die Menge tobt. Sie knien nieder vor diesem niedlichen, putzigen Nachtara. Wäre cool, wenn die anderen Teilnehmer auch eine Shiny-Chance hätten. 1 zu 4000, dass auf der Bühne ein anderes Shiny steht. Oder wenn ich gewinne, darf ich mir eins von den gegnerischen Pokémon aussuchen und es gehört mir. Wir müssen mal härtere Regeln hier machen. Ich meine, was ist der Preis? Ein Sticker. Ein Sticker für meinen Pokéball ist der Preis. Auch nur ein Sticker. Komm, ich will das komplette gegnerische Team. Und ich finde, langsam habe ich es mir verdient, direkt bei Elite mitzumachen. Und nicht immer durch den Pöbel durchzumarschieren. Im Anime ist es wie Zirkus, wo Trainer und Pokémon was gemeinsam machen. Ja. Ich finde, sie hätten Trainer und Pokémon zusammen hinstellen können. Aber es ist jetzt auch nicht so ein großer... Also, sie machen schon irgendwie ein großes Ding draus. So mit Sticker und Schönheit und hier massieren lassen und hier eine Knuspel machen. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Modus, wo du nicht wirklich was bekommst. Es sind Ribbons. Es ist sehr viel Aufwand für Ribbons. Aber Ribbons, ja, können auch Aufwand bedeuten. Also sie machen ein großes Ding draus. Aber im Endeffekt sind es einfach nur Idle Animations von den Pokémon. Okay, das könnte nächste Runde schwer werden. Wo ist die Vierer-Kombo? Anime gibt es dafür eine Art Orden. Das ist gemein. So kurz halten. Okay, easy. Easy clap, easy win. Gab es eine neue Trainerkarte, wenn man alles schaffte? Gibt es hier überhaupt Trainerkarten? Ich glaube, es gibt hier nur eine Trainerkarte. Man kann ja... Ich weiß, in Platin kann man ja so... Ich habe das erste Mal mitgekriegt, dass es Trainerkarten gibt in Gen 5. Ich wusste gar nicht, dass es davor schon anders sein kann. Okay, jetzt wird es jetzt wieder interessant. Es ist immer nur das Letzte, was interessant ist. Also, ich finde es richtig cool... Jetzt so zu gucken, wer mit mir auf der Bühne steht. Weil Jasmin ist, glaube ich, meine Lieblingstrainerin. Wobei Sandra ist auch verdammt cool, finde ich. Auch wenn sie verliert, ein bisschen, naja, eine Zicke ist. Aber sie sieht cool aus, meine ich so. Wer ist das denn? Ist das Erika? Was ist das hier, Elite? Wer sind die? War das vorhin Zufall? Ist ja voll lame.
Hä, das sind irgendwelche No-Name-NPCs, Mann. Das wäre eine coole Animation für Gangama. Aber keine so große Zicke wie Bianca, das stimmt. Renata. Die eine sollte meine Mutter gewesen sein? Die ganz rechts, oder? Die sah noch am ehesten besonders aus. Ich bin gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich so schlecht bin. Okay, wenn man null Taktgefühl hat, dann könnte das hier echt schwer sein. Das ist nicht, das ist nämlich echt nicht so einfach. Okay, komm, das habe ich. Habe ich meine Mutter vernichtet. Hallo Weizenkind. Die ganz rechts war meine Mutter. Ich habe meine eigene Mutter nicht erkannt. Es ist zu lange her, dass ich das Haus verlassen habe. Ich bin inzwischen schon 11. Ein Jahr ist vergangen, seitdem ich das Haus verlas. Warum war das erste so knapp und jetzt renne ich hier durch? So, 10 Minuten habe ich noch Zeit. Wobei, stimmt nicht. Ich glaube, wir können sogar... Moment mal, nee, ich habe keine Zeit mehr. Warte mal, was? Wann treffen wir uns? Oh, ich verwechsel immer. Ich habe ja immer eine Stunde Verschiebung. Oh, ich muss jetzt aufhören. Das Quiz, wo ich mitmache, beginnt in 15 Minuten. Aber wir haben mehr geschafft, als ich gedacht habe, dass wir schaffen haben. Ich habe ein Pokémon komplett voll gekriegt. Und wir haben schon 3 Bänder abgeholt. Noch 2 Stück und ich werde zum Glitzer-Contest zugelassen. Und dann, das ist das große Ziel. Und ich muss noch 9 andere Pokémon zu diesem Punkt bringen. Aber ihr habt es gesehen, es ist nicht so schwer. Das einzige Aufwendige ist die Freundschaft. Und dann muss man halt hoffen, dass man genug Bärchen hat. Ansonsten muss man ein paar Tage Bären pflanzen und warten. Aber ich habe es mir schwerer vorgestellt, weil ich immer gehört habe, dass Pokeblocks so aufwendig sind. Aber es sind keine Pokeblocks. Ich glaube, Pokeblocks in Gen 3 sind um einiges aufwendiger. Aber mit dem Trick, dass die exquisit sein müssen und sowas, ist es echt easy. Aber hätte ich jetzt keine Tutorials geguckt, was genau für Knusp ich backen muss, dann hätte ich wahrscheinlich auch so viele Bären verschwendet die ganze Zeit. Ah ja, das wollte ich heute mal machen. Mal was anderes. Den Rest mache ich natürlich offline. Und morgen werden wir wahrscheinlich Shiny hunten. Neues Video ist draußen, wie ich 4 Deoxys gefangen habe. Bitte schaut es an, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Es ist, finde ich, sehr cool geworden. Die Geschichte, wie ich 4 Deoxys gefangen habe. Ich habe mich so ganz all geschossen für euch. Teilt es mit Leuten auf Discords, macht was ihr wollt. Aber es würde mich freuen, wenn Leute das anschauen. Wir sehen uns morgen wieder wahrscheinlich. Aber für heute haben wir geschafft, was ich schaffen wollte. Dankeschön fürs Dasein und bis morgen.